Am ersten Advent, am 1. Advent 2022 begrüße ich euch ganz, ganz herzlich hier bei Miraculina auf dem Kanal. Wir wünschen euch allen einen ganz, ganz schönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, gut drauf. Die Dame des Hauses sorgt noch für Stromkabel. Oh, ich bin ja schon im Bild, das ist ja Ultraweitwinkel. Das ist der Ah, große sehr Weitwinkel. fantastisch. Und wir freuen uns, dass ihr auch mit dabei seid. Und die ersten sind auch schon da. Heike Wortmann ist da. Hallo Heike, herzlich willkommen. Und Annemarie Zabel ist da. Liebe Annemarie, herzlich willkommen im Livestream. Wir freuen Annemarie, ich uns habe gerade sehr. deine Nachricht gelesen. Das ist ja süß. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe es eben auch schon gezeigt. Aber wir hatten jetzt noch keine Zeit zum Antworten. Der Wir Blumentopf ist da. Hallo zusammen. Wünschen euch einen Hallo. schönen ersten Advent. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Fühlt man das schon, so Weihnachten, oder fühlt man das noch nicht? So, der erste Advent ist immer so, oh Gott, jetzt geht's wirklich los, eigentlich Genau, so Oschhorn, jetzt beginnt die ne? Weihnachtszeit. Und ja, der Blumentopf, hallo zusammen, Hallöchen, Knit und Schrevel, hallo ihr Lieben, Hallöchen, schön, dass du da bist. Heike, schön, hallo, ich hoffe, es geht euch gut nach dem Unfall. Ich Ja, stehe massiv unter Schock. Ich Anita ist. sag's mal so, ich muss ja jetzt erstmal was essen. Ich habe mich jetzt richtig den Bauch vollgeschlagen, weil das ist so der Schock, ne? Ich stehe richtig unter Schock. Ich habe mich massiv erschreckt. Und ja, uns geht's aber gut, uns ist nichts passiert. Und Kira war auch angeschnallt. Wir waren ja zu fünft im Wir Auto, waren zu vier fünft im Erwachsene Auto. und ein Hund. Das Auto ist prallevoll und wir haben uns alle massiv erschreckt. Und ja. Ja, es wird dazu ein separates Video von mir geben. Ich werde das gesamte Thema dazu Ja. aufgreifen mit Fotodokumentation und ich werde euch alles dazu erzählen. Ja, und wir wollen uns aber jetzt die Adventszeit nicht Nein, versauen lassen. natürlich nicht. Das Leben muss weitergehen. Und deswegen haben wir auch gedacht, so, wir sind ja jetzt zu Hause, es hat gerade noch so funktioniert und wir streamen jetzt. Das war geplant und das machen wir auch, warum auch nicht, ne? Genau. Regine Marz, hallo, euch einen schönen ersten Advent. Dankeschön, euch allen natürlich auch. Wir hoffen, Melanie dass ihr heute Janich. Hallo. viel Spaß habt mit uns. Wir freuen Und uns. Melanie Janich ist auch da. Hallöchen, wie geht's? Also, uns geht's den Umständen entsprechend gut. Ich sag's mal so, wir sind heilfroh, dass wir einen Hundeanschnallgurt auch im Auto hatten. Da Ach sind so, wir das so. ist so, das ist so, das wackelt immer so, das Lichtchen hier, das macht so, das leuchtet nicht immer, Da waren das. wir wirklich sehr, sehr froh, weil zeitweilig im ersten Jahr sind wir ohne Hundegurt gefahren, ne? Ja. Und jetzt ist aber immer einer im Auto bei uns hinten dran, ne? Das oh, Unfall, habt ihr Glück gehabt? Ja. Jetzt ist immer einer dran und der Hund war auch angeschnallt, Gott sei Dank, weil Kira wäre sonst voll durchs Auto geknallt, wirklich. Definitiv, der arme Hund und alles Denn Glück. ja, wir, also auf Instagram konntet ihr es jetzt schon sehen, haben wir Videos und Fotos reingestellt, Genau. aber uns geht es soweit ganz gut. Wir sind alle nur schockiert. Krankenwagen ist auch gekommen und ist alles okay, aber uns geht's Genau. gut. Die Gegenpartei, denen geht es auch gut. Die wurden nur geblendet. Ihr wisst es jetzt um die Jahreszeit, Die man wird so Sonne ist so massiv, tief. die Sonne ist ultratief, man wird massiv geblendet. Ey, wir sind auch geblendet worden, sind wir ja ehrlich. Und ja, sie wurde geblendet, war gerade dabei, das runterzuklappen bei sich und ist uns halt voll reingedüst. Voller Karacho halt. Kann es Ja. kaum glauben, kann ja mal live dabei sein. Alles Liebe über den großen Teich. Oma Hallöchen, Number Oma One Number One. Ingrid, hallo! Hallöchen. Grüße Ja, wie dich! spät ist es jetzt bei Oma? Bei Oma ist es jetzt wieder 7 Stunden, 8 Stunden in die andere Richtung halt. Dann Das, guten Morgen. ja, Dann vormittags, verschönern wir heute also dein mittags so, Frühstück. Ne? 10, Sonst, 10, glaube ich, 10, ja, 11 oder so. sonst streamen wir ja für dich immer mitten in der Nacht. Die ist jetzt gerade wach und dann guckt sie Ja. auch mit. Ja, wir freuen uns sehr! 10 Uhr, siehst du, 10, 10 Uhr 11, ich hab's dir gesagt, 10, 11, ich hab's dir gesagt. Ja, weil das sehr, sehr schön ist. Genau, ja, aber uns geht's gut. Die ist uns halt draufgefahren und sie konnte halt auch nicht sehen und die waren auf dem Weg zum Geburtstag. Geburtstag, oh, Und auch deren Geburtstag ist die Tochter komplett ist versaut. gefahren und die Mutti hat schon gesagt so, nimm doch den anderen Weg, der ist doch viel kürzer. Oh. Und dann sagt sie, nein, nein, hier kann ich schneller Hier kann fahren. ich schneller fahren. In mein Heck rein. In unser Heck rein, ja. Oh Mann. Nein, also sie waren am Anfang, sie waren nicht sonderlich schnell, ne? Aber es hat gereicht, um die Reifen zu zerbiegen. Sie haben Genau, Platten die. und Also, ja, ja. also wir sind Deren Auto massiv, ist ja. zerstört. Ja, und also ich habe Kopfschmerzen, aber wir machen den Stream trotzdem.
Ich freue mich, dass ihr alle heil geblieben seid. Genau, danke. Mattia Bar, schön, dass du da bist. Ja, das war wieder so eine Aufregung. Wir haben ja heute unsere Geheimaktion gemacht, was wir ja jetzt so noch nicht veröffentlichen dürfen. Wir hatten ja heute ein Geheimtreffen. Genau. Und es sollte ja, eigentlich sollte das ja noch geheim bleiben, aber jetzt wisst ihr ja, mit wem wir unterwegs waren. Aber ihr wisst noch nicht, was wir heute gemacht haben. Und das werdet ihr bei denen bestimmt irgendwann mal sehen. Wir verraten das nicht. Genau. Aber ja, und ja, denn wir hatten eigentlich so ein schönes, produktives Treffen. Es ist perfekt gelaufen, es war alles wunderbar und dann fährt uns einfach einer hinten rein. Also das ist so die Karma-Schelle. Es war zu gut, was passiert ist. Es war zu gut, was alles passiert ist. Wir waren alle voll gut gelaunt. Ja, jetzt fahren wir noch nach Hause, trinken noch ein Käffchen, ja, und dann fahren wir zurück und so. Und dann buff. Und dann buff, ja. Also verrückt, auf jeden Fall, wie das Leben so spielt. Also wir sind mit dem Schrecken davongekommen und Auto, also unser Auto fährt noch, da sind wir sehr froh, weil die Gegnerpartei, die kann nicht mehr weiterfahren. Ach, die hat vorne einen Platten, das ist komplett verzogen, die können gar nichts mehr. Alles zerstört, komplett zerstört das Auto von denen. Ja, also richtig geschrottet. Der Schneemann ist mega schön. Ja, den hat Anita letztes Jahr aus Pappmaché gebaut. Also, es kommt noch ein Ankündigungsvideo zu Vlogmas, das kommt jetzt irgendwann die Tage. Ich muss es noch schneiden, ich habe so viel zu tun. Ja, es kommt noch ein Ankündigungsvideo zu Vlogmas, was wir alles mit euch Tolles vorhaben. Und falls ihr euch aber schon in Stimmung bringen wollt, könnt ihr gerne die Videos vom letzten Jahr schon mal vorschauen. Da haben wir nämlich diesen Schneemann gebaut. Genau, und falls ihr das wollt, müsst ihr natürlich nicht. Und wir wollten jetzt eigentlich schön mit euch in den Advent starten. Wir haben auch Kekse zum Naschen da. Und ich habe meinen Adventskranz mitgebracht. Soll ich dir mal ein Feuerzeug holen, Schatz, zum Anziehen? Ja, ich habe kein Ziel. Nee, ich hole dir mal ein Feuerzeug. Du bist da so heiß. Da lag mal eins. Ja, du bist so heiß. Dass ich bin echt, ja. Schöne Deko. Dankeschön. Dankeschön. So, ja. Das war wirklich ein richtiger Schock. So, man sitzt nichtsahnend im Auto und dann kriegt man einfach so einen richtigen Bums vom Hinten und man erschreckt sich so durch den ganzen Körper. Und ich habe dann noch mal kurz geschrien, weil ich mich wirklich massiv erschreckt habe. Und Susi hat einen Hörsturz bekommen, ja, und Kira hat sich auch massiv erschreckt. Und dann bin ich gleich rausgesprungen und habe geguckt, was los ist. Ja, also, kann ich dazu erwähnen, also der Unfallverursacher ist uns hinten links, also auf der Fahrerseite, ins Heck reingefahren. Und auf dieser Seite saß auch noch genau Susi. Ja, und Susi hat auch gesagt, sie hat richtig einen Druck und so einen Knall im Rücken gehabt. Und genau, es hat ihr auch wehgetan. Genau, und haben wir einen Krankenwagen rufen lassen. Also erst kam die Polizei und die Gegnerpartei, das war auch eine Krankenschwester. Auch noch, ja. Also sie lernt gerade Krankenschwester, ist ihr Beruf. Und ja, sie hat dann auch gesagt, so, wie geht's euch und so. Und die waren auch ganz, ganz lieb, die beiden Frauen. Also ganz bezaubernd. Und wir waren auch ganz ruhig und haben uns den Schaden angeguckt. Und ja, und dann kam die Polizei. Die kam auch so nach 10, 15 Minuten, waren die da, ultraschnell. Und die haben dann auch gesagt, lieber RTW rufen, lieber Krankenwagen rufen und dann abklären lassen. Und ja. Aber sie ist nicht mit ins Krankenhaus gefahren. Wir werden das weiter beobachten. Genau. Wir hoffen, das ist so viel Drama, wenn man ein volles Auto hat. Ja. Ja, Zeugin hatten wir auch und die lief ja über die Straße. Genau, die und, Dame, die wir rübergelaufen haben, also die Fußgängerin, die bei Grün über die Straße gelaufen ist, die wir durchgelassen haben, weil wir... Ja, wir haben gebremst und die hinter uns hat es halt nicht, die hat gar nichts gesehen. Die Sonne hat wirklich massiv geblendet. Ja. Also ist wirklich so, die... Ja, also waren auch ganz liebe. Wohnen auch hier aus dem Ort sozusagen, ne, und wollten nur zum Geburtstag schnell, waren schon zu spät. Und ja... Ja, man soll sich nicht hetzen lassen beim Autofahren. Das ist die Sache. Ne? Achtsam sein mit allen Leuten, mit sich selbst und allen anderen Verkehrsteilnehmern um sich herum. Achtsamkeit und stetige gegenseitige Rücksichtnahme. Das lernt man mal in der Fahrschule. Naja, wenn man zu spät dran ist und zu spät losgefahren ist, sollte man das nicht ausgleichen, indem man nicht mehr guckt beim Autofahren. Ne? Schwierig. Ja. Jedenfalls, die wurden auch abgeholt, haben es oft zum Geburtstag noch geschafft. Ne? Die werden auch noch einen schönen Abend haben und wir haben auch alles ausgetauscht. Die waren auch ganz lieb eigentlich. Ne? Und ja, genau. Das Thema ist jetzt abgeschlossen. Also wir sind massiv schockiert. Und ich bin neu hier. Hallöchen, Jasmin, Alan. Ja, und gleich solche Nachrichten. Hallo an die Anwesenden sind. Hallo. Hallöchen. Wir müssen jetzt überlegen, welche Kerze wir anzünden. Genau. Weil es stehen keine Nummern drauf und die sind alle gleich groß. Und wollt ihr lieber die hintere angezündet haben oder die vordere Kerze? Genau. Das ist jetzt die Frage. Das müsst ihr entscheiden. Wir feiern jetzt mit euch den ersten Advent. Und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt,
Ja, ob ihr auch so einen schönen ersten Advent habt. Habt ihr auch einen Adventskranz zu Hause? Habt ihr schon alles? Habt ihr schon Weihnachtsdeko hochgeholt? Wenn nicht, ist heute der Tag eigentlich, wo ihr das machen könntet. Ja. Ihr könnt den Stream hören und eure Wohnung machen, wenn das noch nicht passiert ist. Schickt eure Männer in den Keller, die müssen die Kisten hochtragen. Ganz wichtig, jetzt. Vor blendender Sonne beim Autofahren habe ich großen Respekt. Ja, wir waren ja vor denen. Wir wurden ja genauso geblendet. Ozok ist halt nur 2 Meter groß, deswegen wird er oft nicht geblendet. Die Fahrerin war deutlich kleiner. Ja, 1,50 Meter oder nee, so. Nee, die war als ein Kopf kleiner als ich, so 1,60 Meter. Ja. Und sie wurde natürlich viel krasser geblendet. Da muss man diese Dinger runter machen. Und, sie kannte die Stelle auch, ne? Also sie wohnt auch im Ort beide und sie kannte die Stelle und sie wusste, sie wird gleich geblendet und sie macht dieses Ding runter und in dem Moment passiert es halt einfach. Ja. Bei mir ist schon alles fertig geschmückt, dann kannst du hier bei uns bleiben. Dann hast du keine Aufgaben mehr. Genau. Das Schlimmste vorm Schmücken ist auch eigentlich, die Wohnung zu putzen, oder? Ja. So. Also, ich bin leider auch klein. Guck mal, wie gut das aussieht. Ich sitze hier hinter dir, ich unterstütze dich. Das ist schön. Na, wir merken das auch. Ich bin so viel schneller und öfter geblendet als Ozok, weil Ozok ist halt einfach direkt unterm Dach sozusagen. Das Auto ist sehr groß, er stößt nicht ans Dach, aber er sitzt halt einfach deutlich höher als ich und dadurch wird er einfach wirklich weniger geblendet. Das ist einfach so. Und normalerweise wäre sie wahrscheinlich langsamer gefahren, aber die hatten es halt eilig. Ja, ne? Die wollten schnell zum Geburtstag. Am ersten Advent habe ich keine Lust mehr zum Schmücken. Das muss bis dahin alles erledigt sein. Da will ich nachmittags schön mit Tee auf der Couch nach dem Weihnachtsmarkt. Ja, die Fenster sind Hölle. Ich würde jetzt gerne... Wir zünden jetzt unsere Kerze. Die erste Kerze, darf ich das anzünden, Schatz? Dann muss ich aber die zweite anzünden. Dann zünde du an. Schatz, du darfst anzünden. Das ist ganz tückisch bei kleinen Leuten, bei mir auch. Ja. Ja. Also. Ja, und... Wäre sie nicht so gestresst gewesen, ich glaube, dann wäre es auch gar nicht passiert. So, wir zünden jetzt die Kerze an. Es ist jetzt der erste Advent. 2, 1, Feuer! Feuer! Juhu! Ozok, wir haben noch gar keine Kopfschmuck. Ich habe den Kopfschmuck hier drüben hingelegt gehabt. Wo hast du den denn hingelegt? Ich habe den wieder ins Badezimmer getragen. Oh nein, ich vermisse die Weihnachtsmärkte. Also bei uns in Deutschland finden wieder alle statt. Außer Striezelmarkt, da war irgendwas Komisches, habe ich gehört. Da fällt mir ein, ich könnte jetzt endlich auch meine erste Kerze anzünden. Ja, los, macht das bitte alle. Steht jetzt bitte auf und zündet eure Kerzen an. So, Mira ist ein Rentier, während ich ein Weihnachtsmann bin. Das heißt... Das muss das ja 2-3 Stündchen auch brennen, ja, sonst ist es nicht gleichmäßig am 4. Advent. Ich hab dich lieb, Schatz. Ich stehe noch voll unter Schock, wirklich. Ich bin sehr glücklich mit dir. Aber wir sind nach Hause gekommen, wir haben Luwe noch nach Hause gefahren und dann habe ich auch erstmal was gegessen. Ich hatte sogar einen Riegel in der Tasche, habe ich ganz vergessen gehabt, den hätte ich auch essen können. Aber egal, und jetzt geht's uns einigermaßen wieder gut. Es ist ja auch nichts passiert, ne? Also uns ist körperlich nichts passiert, wir sind nur etwas erschrocken. So immer, klar ist man ja auch erschrocken, wenn man einen Autounfall hat, ne? Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert. Es war Glück im Unglück. Ja. Genau. Und jetzt hoffen wir, dass die das auch gleich mit ihrer Versicherung klären, dass wir da keinen Stress haben und dass das Problem ist. Ich rufe da morgen an, ich möchte, dass das schnell gemacht wird. Ich lasse mich hier nicht auf die lange Folter spannen. Gott sei Dank waren wir jetzt schon im Urlaub, ja. Weil das wäre alles so kacke gewesen. Stellt euch mal vor, wir sind ja jetzt in Urlaub gefahren und ihr seht jetzt die Urlaub-Videos, die kommen ja jetzt alle Stück für Stück kommen die Urlaub-Videos. Richtig, und dann fangen wir pünktlich mit Vlogmas an. Ja, und stellt euch mal vor, wir wären das später losgefahren. Jetzt nach dem Unfall, das wäre ja schlimm gewesen. Aber so, ganz viel Glück im Unglück. Ja, und wir werden natürlich auch das Ganze natürlich einfach jetzt aussitzen und gucken, dass das Kann ich noch ein Kissen haben für meine... Für dein Popo? Willst du das Christmas-Kissen haben, das hier? Ja. Sie müssen... Oh, jetzt haben sie mir mein Ding hier umgeschmissen. Machen Sie Ihr Popo mal runter. So, zack. Dankeschön. Passt das? Sitzen Sie jetzt höher? Ja. Sitzen Sie jetzt auf dem Kissen? Dankeschön, perfekt. Also das lege ich hier rüber, das passt soweit, das muss hier auch weg, ich brauche den ganzen Tisch. Genau, das ist jetzt mein Wirkungskreis. Wir basteln einen Adventskranz zusammen und wir machen das so nebenbei. Wir quatschen auch die ganze Zeit. Ich habe ja schon einen, aber ich wollte noch einen zweiten machen, aber natürlich eine andere Art. Oh, hier liegt auch noch ein Teepäckchen. Das müssen wir weglegen, das ist von den Mädels, die wollen den nicht trinken. Ich habe Weinkorken besorgt.
Wir trinken ja nicht so viel Alkohol, sonst kann man die sich natürlich auch zusammensammeln. Ne? Sonst sind gar nicht mal so billig, so für Korken. Ne? Und wir brauchen auch den ganzen Tisch. Und ich dachte, brauchst du ein Brettchen, Schatz? Ich möchte das eigentlich auf den Tisch kleben. Alles auf den Tisch kleben. Jetzt hast du das Kabel abgezogen. Ach so, ja, wir haben noch unsere Unfallsachen mitgenommen. Hier, das ist unser Rücklicht. Ach so, genau, das ist von uns. Ich setze es besser auf, so mache ich das. So. Ja. Wir sind im Moment in Colorado. Die Enkel besuchen, fliegen am 5. wieder nach Virginia. Das ist auch voll schön, die Enkel zu besuchen. Colorado. Ja, ich habe die Unfallstelle ein bisschen gesäubert und ein bisschen. Ich hatte noch dieses eine Nupsi-Teil da von unserem Piepser. Ach so, hoch. Ich muss mal hier das aufheben, alles. Ist gerade runtergefallen. Da. Also. Ja. Das muss man nicht machen, oder? Unfallstelle räumen muss man. Unfallstelle räumen, aber so diese Kleinigkeiten hätte ich wahrscheinlich liegen lassen können, ne? Aber ich habe gedacht, so, vielleicht wollen die das wieder einbauen. Ich glaube nicht, Schatz. Plastikscheiß hier. Und so unser Abstandsmesser für den Pieper. So. Wir haben es gezeigt, es ist bewiesen, dass wir hier keine Storys erzählen. Ja, also den Unfallort ein bisschen gesäubert. So, ich räume das mal weg, Schatz. Dankeschön. Ja, dafür brauchen wir sehr viele Weinkorken. Ich habe das auf Pinterest gesehen und das war ganz easy. Wir machen so eine Sternform. Theoretisch kann man alles machen. Man kann auch, also alles, ne? Und ein Zacken ist. Klebst du die aneinander oder klebst du die auf den Tisch? Ich klebe die nicht auf den Tisch. Achso, ich dachte gerade so. Warum soll ich den auf den Tisch kleben? Den Tisch ist ja mein Benjamini immer drauf, ja, meine Pflanze. Ich habe den, das ist jetzt mein Basteltisch, ich habe den rübergetragen. Also, das ist ein Zacken, sozusagen, so in der Größe. Dachte ich, man kann den natürlich größer machen, aber der wird jetzt schon sehr groß. Und wir machen erstmal 5 Zacken zusammen. Und dann legen wir die Zacken aneinander und füllen die Mitte auch noch aus mit Korken. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das ja auch so ein Naturmaterial ist. Und Naturmaterialien-Deko sieht immer noch schöner aus. Ja, wir können doch Kekse essen. Wir haben doch gestern zusammen Kekse gebacken. Genau. Komm wieder rum. Klettere hier rum. Und also das ist so die Grundform, denn der Stern. Und dann kann man da natürlich auch einfach eine Kerze draufstellen oder einen Schlitten oder so eine weihnachtliche Figur irgendwas. Oder hier diese Bäume, die wir da oben zu stehen haben, zum Beispiel. Oh, sag, schau mal, diese. Ja. Die würden auch perfekt dazu passen. Habt ihr den Stream schon geliked, will der Ozok euch sagen. Das ist der Daumen nach oben. Ja, guten Appetit. Genau. Ich finde euch beide so mega niedlich. Dankeschön, Melanie. Stimmt, Melanie. Dankeschön, Melanie. Sehr freundlich. Ich mache auch jeden Quatsch mit, den die Mira möchte. Aber Kekse aus dem Kühlschrank ist komisch irgendwie, Ozok. Ich esse die Kekse. Guten Abend, ihr beiden. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Was war denn mit dem Unfall und dem Auto? Oh, das haben wir ganz, ganz ausführlich eben erzählt. Uns ist jemand hinten reingefahren und Ozok macht noch ein komplettes Video darüber. Ich mache euch ein komplettes Video dazu. Und wir stehen wirklich unter Schock. Und unser Auto war voll und der Hund war halt auch mit im Auto, ne? Aber der war Gott sei Dank angeschnallt. Das wär sonst echt eklig geworden sonst. Das ist wirklich wichtig, dass man sich selbst und alle seine Familienmitglieder und Freunde, alle, die im Auto fahren, dass immer alle angeschnallt sind, halt auch die Tiere, wenn die mitfahren, auch Hunde. Ganz, ganz wichtig, damit niemand sich verletzt. Das hätte sonst echt wirklich ein ekliges Unglück gegeben, wirklich wahr. Die wäre voll durchs Auto gedüst. Die kleine Maus. Ja, also Glück im Unglück. Aber das ist natürlich mit einem Autounfall in den Adventstaaten, das ist natürlich dann wieder. Ja, habt ihr schon einen Adventskranz? Also macht ihr die selber oder kauft ihr die? Wir waren ja beim Blumenhändler und haben ja auch Tanne gekauft, auch für einen Balkon. Das Video seht ihr dann direkt nach dem Urlaubsvlog. Und also 9 Euro für 5 Kilo Tanne. Schon teuer. Aber fertige Tanne, so im Kreis schon zusammen, 25. Oh. Krass, oder? Nichts geschmückt, keine Kerze, nichts, nur einfach nur Tanne im Kranz. Im Kranz. So, jetzt habe ich die Zacken fertig und ich muss jetzt die Heißklebepistole anschließen und dann kleben wir erstmal die Zacken aneinander.
Und dann füllen wir die Mitte. Also können wir schon erahnen, was es sein wird? Ein Stern. Der deinen Namen trägt. Wir haben gestern gemeinsam Plätzchen gebacken. Und, im Livestream im auf dem Zweitkanal. Genau, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Es sind ja viele Zuschauerinnen hier meistens bei dir auf dem Kanal, Mira. Aber nicht jeder weiß, dass du ja auch diesen Koch- und Backkanal hast. Das heißt, falls ihr uns mal, wie das hier, so eine Glocke, wir haben nämlich Butterplätzchen gebacken. Wenn ihr das mal live sehen wollt, jeden Samstag eigentlich, aber jetzt außer und Sonntag, außer jetzt im Dezember, sind wir auf Colinas Küche nämlich live. Und da könnt ihr dann gerne zugucken, wenn ihr das möchtet. Also vor allen Dingen an die neuen Zuschauer. Hier sind ja schon 2, 3, 4 neue Zuschauer oder Zuschauerinnen reingekommen und haben ja schon Hallo gesagt. Deswegen auch herzlich willkommen an euch. Ist ja ein bisschen klein. Ich glaube, ich mache den doch eins größer, Ozok. Ja, dann mach den größer. Großer Stern für große Freude. Während ich hier die Schneeflocken esse. Achso, das hat man schon vorgelesen gehabt. Ich möchte nochmal betonen, aber dazu, dass wir das ganz, 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 ganz doll schätzen, dass so viele Zuschauer, Zuschauerinnen, ihr, also du, die jetzt gerade vor ihrem Handy oder Tablet oder Computer oder Laptop sitzt, heute schon zuschauen und uns mit in den Advent begleiten. Und das ist ganz, 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 ganz toll. Da möchte ich mir Danke sagen. Wie viel hast du jetzt da schon gemacht? Man sieht es schon sehr gut mit dem Stern jetzt. Ja, aber ich finde ihn größer noch besser. Ich mag große Deko. Wir machen den doch eine Reihe größer. Wir kriegen da gerade eine ganz gute SMS. Eine WhatsApp. Du kannst auch im Stream schneiden. Die habe ich, ich beantworte die Frage hier mal im Stream, ja, das ist okay, oder? Ich habe die bei Amazon bestellt, die Korken. Weil ich habe, erst habe ich überlegt, so für Korken Geld bezahlen ist ja übertrieben dumm, weil die sind ja an jeder Rotweinflasche, vielen Flaschen gratis, ja. Und dann habe ich überlegt, so, ich wäre ganz schön besoffen, wenn ich das alles hätte trinken müssen. Da wäre ich ja ganz schön durch mit den Nerven, wenn ich so viel trinken würde. Nee. Und dann habe ich mich doch lieber dazu entschieden, nein, du kaufst nicht 30, nein, 200 Flaschen Rotwein, ja, und kaufst sie bei Amazon. Ja, ich finde es größer, finde ich schöner. Sieht toll aus. Sieht schon sehr gut aus, dieser Stern. Man könnte es noch größer machen, ne? Aber ich glaube, dann ist es vielleicht zu groß. Ich will auch nicht übertreiben. Oder eine Nummer größer. Siehst du das Flackern auch manchmal, Ozok? Ja. Ist von der Kamera. Eventuell muss ich die Kamera kurz einmal ausstöpseln und wieder reinstöpseln. Und dann geht das wahrscheinlich weg. War da eben ein Fenster? Nee, okay. Nee, ich stecke jetzt... Wo ist denn meine Maus? Ich muss mal gucken. Das war das YouTube-Fenster. YouTube als Firma möchte, dass wir euch eine Werbepause eindrücken. Das machen wir aber nicht. Wollt ihr Werbung sehen? Wollt ihr Werbung sehen von YouTube? Ich denke nicht. Wenn ihr nichts schreibt, seid ihr einverstanden. Ja, genau. Also ich habe jetzt erstmal die Zacken, die Form so gemacht. Die gefällt mir erstmal ganz gut. Wir machen natürlich auch die Mitte. Es wird komplett korkig. Und am besten ist es halt immer, dass man sich die hübsch hinlegt, die Form, die man haben möchte. Man könnte die auch in einen Kreis machen oder einen Halbmond oder man kann alles machen. Man kann auch, wie ihr wollt, halt einfach machen. Ich frage mich, wo der Michael Lemke ist. Wo geht's im Januar in den Urlaub, Mira? Im Januar noch nicht, im Februar wollten wir was machen. Im Februar. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber wenn wir wegfahren wollen würden... dann wieder da, wo wir dieses Jahr schon mal waren. Nach und Limburg zwar Limburg an der Lahn. Genau. Nein. Die gönnen uns die Werbeeinnahmen nicht, Ozok. Und genau. Das war nämlich sehr schön dort in der Gegend. Und da kann man auch im Winter halt sehr gut auch wandern gehen und ein bisschen Spaß haben. Und ja, da hätten wir eventuell noch mal Bock drauf. Und ja, ansonsten sind wir ja auch herzlich willkommen in Hamburg und in Leipzig. Ja, aber wir müssen gucken, dass wir das alles hinkriegen zeitlich. Das ist natürlich der Trick mit den Sternen, was wir gestern gesagt haben, wenn man die Sterne... Ja, man muss Doppelreihe machen, aber also immer zwei Sterne, Sterngrößen, ne? Dann kann man so ein Tannenbaum aus sieht man ganz schlecht aus, Ozok. Muss man nach vorne klettern, ich hoffe, dass ich das hinkriege.
Huch, ohne dass ich hier rumfalle und irgendwas umstoße. Ja, also die Korken kann man bei Amazon bestellen und wenn man so Kekse, die Sterne in verschiedenen Größen ausstößt, dann kann man das später zu einem Tannenbaum machen. Und ihr müsst euch, das hält jetzt natürlich nicht, man muss das mit Zuckerguss halt aneinander kleben und dann noch so ein paar Zuckerperlen links und rechts drauf, dann ist das ganz süß. Aber die so, schmecken auch so. Die schmecken auch so, aber mit Topping schmecken sie noch besser, ne? Hallöchen, liebe Grüße aus Ahaus. Auch bei mir seid ihr herzlich willkommen. Sonja, danke schön. Niedlich. Ja, wir müssen 5 Minuten warten, bis die Heißklebepistole heiß ist. Heißklebepistole heiß ist. Na gut, wenn es denn unbedingt sein muss. Ha, ja. Ich kann jetzt auch besser den Chat lesen, wenn ich hier vorne dran sitze, muss ich sagen, weil... Nein, wir schalten keine Werbung. Ist okay. Ich weiß nicht, ob ihr welche gesehen habt, bevor man reinkommt in den Stream. Ja, das wird aber automatisch von YouTube gemacht. Das ist automatisch, ja. Aber ich werde den später dann monetarisieren. Also Werbung einblenden, wenn ihr das nachschaut. Aber wir müssen zwischendurch, müssen wir jetzt. Also die 3 Cent, da kann ich dann darauf verzichten. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Dankeschön, KS, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wünschen wir euch allen auch. Wünschen wir euch auch. Meine Füße schlafen langsam ein. Oh ja, weil du da drauf sitzt. Du musst ich sitze da drauf, ja. Ich brauche mehr Kissenkraft. Mehr Kissenkraft? Nein, das andere hört ihr nehmen. Ah, Ja. Zu mir kommen es ein bisschen weit weg. Oh, bei der Oma. Ich überlege gerade, wenn wir da... Nach Virginia Beach. Wenn wir da eine gratis Unterkunft hätten. Ich weiß nicht, also ob wir denn doch vielleicht mal hinfliegen würden. Die Unterkunft ist ja immer das teuerste eigentlich. Amerika-Reise. Mit Oma am Morgen. Ich finde das voll gut. Wie feiert ihr dieses Jahr Weihnachten? Ach so, ja, also, wir haben geplant, dass wir zum Vati fahren. Also die letzten Jahre war der Vati, also Julis Vati ja immer bei uns. Mhm. Und das war ja eigentlich auch ganz schön. Also ein Jahr waren wir beim Vati und 3 Jahre waren wir jetzt bei uns, ne? Genau. Und jetzt hat der Vati aber gesagt, weil wir im 2. Stock wohnen, dass er das nicht mehr schafft. Er kommt die Treppen nicht mehr hoch. Genau. Und das war sowieso schon immer anstrengend und er braucht auch seine Zeit dafür. Aber er hat jetzt gesagt, dass es ihm zu anstrengend und er möchte es nicht. Und dann haben wir natürlich gesagt, dass wir zu ihm fahren, was ja auch kein Problem ist. Und dann habe ich aber gesagt, dass er sich nicht stressen muss, ne, wegen Aufräumen, Küche putzen, Kochen etc., dass er alles so lassen soll, wie es ist und dass wir dann Essen bestellen, habe ich dann gesagt. Genau, dass er da keinen Stress damit hat, wenn wir da auftauchen. Kannst du mir die Kekse rübergeben? Achso, klar, hier, bitteschön. Ich möchte weiter Kekse essen. Und dann kommt auf jeden Fall Julis Bruder mit dazu. Der wohnt ja auch eine Querstraße weiter vom Vati. Der Vati ist dabei. Wir beide sind dabei. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht, wenn der Silberquelle zu uns kommen möchte, dann darf der auch dabei sein. Dann ist das kein Problem. Aber das entscheidet er sich noch, wie er das haben möchte. Und ja, ich finde das ganz entspannt und für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, da nehmen wir uns nichts vor. Das machen wir dann aber auch mit Absicht. Das hatten wir ja das letzte Jahr schon gemacht, dass wir uns so aktiv allen abgesagt haben. Und ich fand es auch wieder sehr schön, weil wir haben dann auch viel Zeit gehabt, alles aufzuräumen. Und also die Zeit auch miteinander natürlich und wir wollten das möglichst stressfrei haben. Ich weiß nicht, ich habe noch so ein kleines Kindheitstrauma davon, immer wenn irgendwelche Feierlichkeiten waren, dann mussten wir immer den ganzen Tag die Wohnung erst putzen, dann mussten wir unsere Kinderzimmer aufräumen, ja, dann musste ich immer mithelfen kochen und wir haben den ganzen Tag Aufgaben bekommen und wir mussten echt Spuren ansonsten, also es ist immer ein so ein riesen Chaos ausgeartet, also das kann man sich nicht vorstellen und es wurde immer rumgeschrien denn und alle waren sauer und alle waren entnervt und alle haben sich gestänkert und am Ende dann so 30 Minuten Heidi-Teidi. Ja, und die letzten 20 Minuten war jeder auf sein Zimmer und jeder hat rumgebockt und dann kam der Besuch und dann musste man natürlich Friede, Freude, Eierkuchen spielen und ich weiß nicht, irgendwie bin ich da jetzt übergegangen, so das so stressfrei wie möglich irgendwie zu machen. Melanie, einen schönen ersten Advent euch. Dankeschön, euch allen auch. Einen schönen ersten Advent. Ja. Advent.
Möchtest du auch noch einen Keks haben, Schatz? Ehe du alle auf isst, meinst du? Dann backe ich neue, ist okay. Nein, ich habe ja jetzt ich habe noch einen Teller Mittagessen gegessen, Nudeln mit Brokkoli. Und ich habe mir noch ein Brot gemacht, weil das nur noch sehr wenig war vom Mittagessen. Mit dem Koro-Aufstrich. Mit meiner Koro-Erdnussbutter und meinem Koro-Aufstrich. Und es hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Ich bin jetzt erstmal nach dem Schock, bin ich erstmal voll gegessen. Ich habe dann noch meinen Lieblingsriegel zu liegen, der TomTom-Riegel, aber ich habe den noch nicht gegessen. Ich glaube, ich brauche ihn auch nicht. Ich bin jetzt erstmal satt für den ganzen Abend wahrscheinlich. Mhm. Aber es war so ein Schock-Fressflash. Ja, ich war wirklich ein bisschen durch den Wind. Aber ist ja auch, da ist ja jeder geschockt, glaube ich. Ne, ist normal. Also zum Thema Sicherheitsvorkehrungen, Heißklebepistole. Nicht mit den Fingern vorne ranpassen. Das ist wirklich sehr, sehr heiß. Ne? Arbeitet bitte nicht alleine oder sucht euch Mami und Papi, die euch helfen. Ja. Nicht vorne anfassen, nicht die Finger ankleben. Das tut wirklich weh, das gibt böse Verbrennungen. Was ich als Tipp... Das ist mir als Kind schon mal passiert. Da habe ich das Zeug auf den Finger gekriegt und hatte ich so eine richtig dicke Blase drauf. Das war unangenehm. Ja, wenn man nicht aufpasst oder schusselig ist, dann tut man sich ganz schnell richtig doll weh. Und das tut wirklich den ganzen Tag dann auch weh. Und man kann zum Beispiel Haushaltshandschuhe anziehen. Es gibt so eine Einmalhandschuhe im Supermarkt oder so Gummihandschuhe, die man zum Putzen nimmt. Dann wird es auch heiß, aber man verletzt sich nicht. Es gibt aber auch Kaltklebepistolen, weil das ist ja eine Heißklebepistole. Es gibt auch Kaltklebepistolen, da verletzt man sich nicht bösartig. Nur so als Tipp. Ich möchte es einfach nur gesagt werden. Ich sehe das immer im Internet, dass sich andere YouTuberinnen halt übelst verbrennen und sich übelst wehtun. Und das muss halt nicht sein, wenn man vorsichtig arbeitet. Mein Vater mit seinem großen Maul hat immer unterm Weihnachtsbaum geheult. Anne-Marie, das ist ja, für viele ist ja Weihnachten und auch die Adventszeit eine Zeit, in der sie sich auf ihre Familie besinnen. Viele zelebrieren das ja auch. Viele gehen ja auch nur zu Weihnachten beispielsweise in die Kirche, weil sie diese Ja, und das finde ich heuchlerisch, ganz ehrlich. Diese Gemeinschaft dann da besonders gut finden. Aber nee, dann holen sie sich die Portion Kirche ab, ja. Und weißt du, das ist das Schlimme. Zu Weihnachten ist die Kirche wirklich proppevoll. Man muss 2 Stunden früher da sein, wenn man einen Sitzplatz haben möchte. Ja. Das war wirklich so schlimm. Echt wahr. Und ich habe ja als Kind habe ich ja Krippenspiel mitgespielt zum Beispiel, ne? Ja. Und dann musste ja sowieso früher da sein als alle anderen, weil wir ja dieses Krippenspiel ja nochmal geübt haben und uns umziehen mussten. Und deswegen waren wir eh früher da, als es sowieso losging. Aber ich musste trotzdem nochmal eine halbe Stunde nochmal früher da sein, damit ich auch ja überall meine Jacken und meine Mütze und meinen Schal verteilen kann, damit meine Familienmitglieder sitzen wollten. Aber nicht so viel, ne? Also nur meine Mutter und meine Oma, die sind da hingegangen, weil die männlichen Leute, die hatten da keinen Bock drauf. Also ich musste nur 2, 3 Plätze freihalten, aber das war trotzdem, und dann musste ich allen immer sagen so, nein, das ist besetzt, da kommt wirklich noch jemand, die sind dann kurz vor Schluss gekommen, manchmal zu spät, als es schon angefangen hat. Ja, das ist besonders nett. Und Tatjana schreibt, wünsche euch, Mira und Ursok, einen schönen ersten Advent. Ihr beide seid fantastisch. Danke. Dankeschön. Ja, du bist auch fantastisch, weil du heute im Livestream mit dabei bist. Dankeschön. Oh, was da, Heike? Wir fahren seit den Corona-Zeiten immer zum Autogottesdienst. Ach, das ist toll. Auch schön. Die Hunde können auch mit. Na, das ist ja, das ist ja schön. Ja. Das ist wie Autokino. Aber das ist wie Autokino, nur mit Gottesdienst. Das finde ich voll schön. Ich esse den letzten Schneemann jetzt auch. Das ist ja auch so, manche Kinder quengeln, ne? Und dann ist es immer so laut. Einer hustet immer, ne? Und im Autokino. Ich finde das eigentlich ganz cool. Wünsche euch mir und auch einen schönen ersten Advent. Ihr seid beide fantastisch. Dankeschön, Tatjana. Einen schönen ersten Advent. Wünschen wir euch auch alle. Genau, euch auch allen einen wunderbaren, also schönen ersten Advent. Wir kommen voran mit dem Stern. Es reicht aber noch nicht. Ich habe gleich alle. Ich bin jetzt aber auch durstig geworden, nachdem ich so viel Butterplätzchen gegessen habe, muss ich sagen. Okay. Mattia Bahr schreibt noch: Oje, Mira, ich fühle nachträglich mit dir. Wahrscheinlich ging es noch um die Autogeschichte. Kleiner Tipp nochmal an alle unsere lieben Zuschauer und Zuschauerinnen: Falls ihr im Livestream ein bisschen hinterherhängen solltet, dann einfach nochmal den Stream aktualisieren, den Regler nach ganz rechts ziehen und auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Dann holt ihr den Livestream auf, falls es zwischendurch bei euch geruckelt hat oder die Verbindung nicht so stabil war, dann kommt ihr wieder zu dem, wo wir am livesten sind. Lucky Lum schreibt,
Schneeflocke Schneemann und Daumen nach oben und umgedrehter Smiley. Lumpilum, danke dir für deine Grüße. Für deine Lumpilum, schön, dass du da bist. Und Melanie Michelle schreibt, was macht ihr Heiligabend zum Essen? Hatten wir gerade schon erwähnt, wiederhole ich aber nochmal kurz. Wir fahren zum Party und es wird Essen bestellt. Das heißt, jeder darf sich was aussuchen, was er gerne essen möchte. Jeder bekommt das, was er gerne essen möchte. Es gibt auch eine Lokalität in der Straße von meinem Vati, die bieten auch Weihnachtsgans an zum Bestellen. Also könnte man bei denen sozusagen liefern lassen. Und ja, das habe ich mir schon gedacht, Matthias. Ja, es ist ja nicht so sonderlich dramatisch, dass man Plätze frei halten muss als Kind. Es ist ja nicht sonderlich dramatisch. Es haben sich immerhin zwei Leute angeschaut, wie ich ein Krippenspiel vorführe. Ja, die anderen hatten halt keinen Bock. Ja. Aber es ist ja auch Kirche und da kann man ja auch so ein bisschen nachvollziehen, dass da jemand keine Lust drauf hat. Und Jenny schreibt, Hallöchen, meine Lieben, ich wollte euch kurz einen schönen ersten Advent wünschen. Viel Spaß beim Live-Chat. Ich klinke mich aber gleich heute wieder aus, denn ich muss Fußball gucken. Nein, aber nicht hier WM, oder? Doch, heute spielen die Deutschen. Nein, Jenny, nein! Wer hat denn da ein gutes Video darüber gemacht, warum man das nicht gucken sollte? Mr. Wissen to Go hat zum Beispiel ein gutes Video darüber gemacht, warum man sich die WM nicht anschauen sollte, warum man das nicht unterstützen sollte. Mhm. Und ich muss leider alles boykottieren, was damit zu tun hat. Aber, Schatz, weißt du, was wichtig ist? Du bist wichtig. Aber es ist ja auch wichtiger, jetzt Weihnachtsfeeling zu haben. Irgendwie habe ich Fußballfeeling eher im Sommer, muss ich sagen. Ja, natürlich auch, ne? Das ist ja irgendwie auch voll die falsche Jahreszeit jetzt. Oh, Melanie schreibt, bei uns gibt es Ente zu Weihnachten. Oi. Hat sich meine Tochter gewünscht auf ihren Wunschzettel. Wunschzettel. Ey, Ente haben wir auch schon mal gegessen und wir haben auch schon mal Kaninchen gegessen. Das war auch lecker. Ja. Also, Roger Rabbit, hops, hops, rein in den Ofen. Doch, liebe Mira, ich bekenne mich schuldig. Der Spaß am Fußball überwiegt. Nein, du kannst dabei keinen Spaß haben, wenn du das alles weißt. Meine Damen und Herren, hier fliegt wieder ein Daumen nach oben ins Bild. Der Daumen nach oben auf diesem Live. Da gibt es leider gar keine Argumentationsbasis. Kaninchen ist auch sehr lecker. Ja. Oh ja, das war wirklich gut, also, ne, das Kaninchen. Ja. Man muss natürlich halt das, man sollte dann nicht so einen tiefgefrorenen Klops holen, sondern wir hatten das ja von einem Züchter gehabt, richtig? Von jemandem, der die... Wir hatten das von einem Züchter, genau, die hat das so privat gemacht und es war auch verhältnismäßig günstig, aber sie hat es leider doch eingefroren gehabt, das war ein bisschen ärgerlich. Also wir haben uns ja extra angemeldet, dass wir dann pünktlich, wenn sie das schlachtet, dass wir das frisch abholen. Da war es doch teilgefroren. Ja, und sie hatte das eingefroren und dann war es schon fast komplett kalt. Und das war nicht so... Nee, das war halt ein bisschen schade so, weil wir hatten das ja auch abgesprochen, dass wir das halt direkt essen wollten. Ja, also bei meiner Firma damals habe ich mir Wildschweinbraten mitbringen lassen aus Bad Freienwalde. Das war auch gut. Ente lecker. Schinken und Truthahn und Ente ist lecker. Ja, Oma, da weißt du was. Da spricht die Gourmerin, also Gourmerinnen aus dir raus. Ente ist aber wirklich lecker. Also ist ja auch ganz klassisch bei uns, ne? Wenn man jetzt irgendwo essen geht, hier Ente mit Erdnusssoße. Ente mit Erdnusssoße ist aber beim Asiaten, oder? Ja klar, ganz klassisch. Wenn man essen geht. Ist richtig, was ich gesagt habe. Ja, ja. Ich dachte, klassisches Weihnachtsessen. Nee, ich habe aber... Asiatisch. Ja, komm mal. Ach, fühlt euch frei, ganz ehrlich. Ich hatte mal eine teure Bio-Gans gebraten, eingefroren. Als beim Besuch hier war, musste ich feststellen, dass die Gefriertruhe kaputt war. Alles weggeschmissen. Oh nein. Oh. Das war eine Geldverschwendung. Uiuiuiuiuiui. Nadja ist da. Hallo, Nadja. Schön, dass du da bist. Einen schönen ersten Advent. Nadja, dir auch. Einen schönen ersten Advent. Hier, das ist der letzte Keks. Ich habe gleich auch gegessen. Okay, dann müssen wir neue Kekse backen zusammen. Ja, das ist wichtig, dass der Daumen nach oben Keks, der fliegt hier nochmal durchs Bild, damit man auf dem Livestream einen Daumen nach oben da lässt, während ich den aufesse. Wunderbar. Ozok ist heute hier für die Werbung zuständig. Ja, oh nein. Mache ich sehr gut. Okay. Ich habe, oh nein, habe ich vorgelesen aus dem Chat. Ach so. So, der erste Zacken ist fertig. Ja. Guck mal, was ich geschmacht habe. Was? Was?
Was? Wie hast du den Satz gerade angefangen? Das hast du mit mir gemacht. Wir müssen die Nachricht freischalten. Wo ist denn die Maus? Ronaldo Schlumpfhausen hat ein Herzchen und eine Kerze gepostet. Auf Anzeigen. Das können wir anzeigen lassen. Warum ist denn da die Kerze ausgeblendet? Oh Gott, mit links die Maus. Ja, okay. Perfekt. Ronaldo, danke für deine Herzchen. So, Ehrenhaft. Der erste Stern, Pyramide. Zacken vom Stern ist fertig. Wunderbar. Ist doch fantastisch. Finde ich sehr gut. Ja, also ich hoffe, dass ich für den nächsten nicht eine halbe Stunde brauche. Wir gucken mal, das kriegen wir hin. Nein, habe ich ja auch nicht gebraucht. Ich habe ja hingelegt. 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, ist doch perfekt. Also genau, ihr seht jetzt, was wir vorhaben. Wir bauen jetzt alle Sternchen zusammen. Ja. Und werden zusammen jetzt ich brauche gleich noch einen Klebestift, Schatz. Das ist in der zweiten Schublade von, also von rechts, von links. Ja, da, genau. Ist da eins oder eins drunter müssten? Also hier sind Kerzen drin. Nee, Schatz. Ich bräuchte einen Wachsstift. Oh, so ein? Ja, perfekt. Und du hast Goldkleber. Ja, ich habe auch Goldklebestreifen. Oh. Kann man in viele Farben kaufen. Wollen wir den Goldkleber verwenden? Naja, ich habe Gold- und Glitzerkleber, weil man zum Beispiel, wenn man das hier auf so Folie macht, dann kann man Sterne zum Beispiel machen. Also und dann kann man die einfach abziehen und dann kann man die zum Beispiel an die Fenster kleben oder sonstiges. Du kannst den Chat entscheiden lassen. Der Chat kann ja sagen, ob sie den Goldglitzerkleber sehen wollen. Ist der Zacken umgefallen oder hast du den hingelegt? Ich habe den umgeschmissen, glaube ich. Oder ich habe ihn hingelegt. Ich habe ihn hingelegt gehabt, glaube ich. Kein Respekt. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal aufstehen. Kein Respekt. Ich muss kurz aufstehen, Schatz. Meine ganzen Beine sind eingeschlafen. Ah, du kannst dich doch auf die Couch setzen. Mache ich jetzt gleich auch. Ja, okay. So, Stück für Stück hier. Ja, wir haben leider nur eine Pistole, sonst könnte Ozok ja helfen. Alle haben deinen Blick gesehen. Ich komme gleich hier. Okay, Ozok hat keine Lust zu helfen. Nein, das ist Mädchen-Friemel-Mädchenarbeit. Aber das muss man ja Gott sei Dank nur einmal machen und dann kann man das ja jedes Jahr wieder rausholen. Jessie, hallöchen, schön, dass du da bist. Hallo, Mira und Ozok, wie geht's euch? Uns geht's verhältnismäßig ganz gut. Also schlechten Menschen geht's ja immer gut und von... Von daher passt es eigentlich. Wir sind ganz gut gelaunt heute. Wir wollten mit euch zusammen in den Advent starten und wir haben auch so ein Weihnachtsfeeling in uns und das ist alles wunderbar. Das freut mich. Geht's dir auch gut? Ja, also wir freuen uns, dass es jetzt halt wirklich endlich losgeht. Wir haben ja schon viel zu früh angefangen, alles zu dekorieren und Weihnachtszeugs zu machen, ne? Und jetzt ist es aber, jetzt könnt ihr halt nicht mehr in die Kommentare schreiben, das ist noch viel zu früh, sondern jetzt ist halt einfach die Zeit, wo es wirklich losgeht. So, jetzt ist die Zeit, da kann man sein Häuschen schmücken, kann man die ganze Deko aus dem Keller hochholen. Es ist halt einfach, jetzt ist die Zeit. Wenn man es jetzt nicht macht, dann braucht man es gar nicht mehr machen dieses Jahr. Schade, dass es an unseren PC oder Handys keine Schublade gibt zum Durchreichen, sonst hätten wir bestimmt sehr gerne von euren Plätzchen versucht. Bei euch sieht es hier aus wie beim Weihnachtsmann in der Werkstatt. Das ist der Plan. Ich mache einen Adventskranz, also aber nicht so einen ganz klassischen. Ich meine Adventskranz, wir sind ja im Jahr 2022. Darf ja alles sein jetzt, ne? Also eigentlich brauche ich irgendwo nur eine Kerze draufstecken und dann ist es ja Adventskranz, ne? Dann wäre das der Adventstisch, die Adventscouch, ne? Adventsdecke, ist ja egal. Ist eine Kerze drauf. Bin ich dann der Advents-Ozok? Ja, richtig, ne? Also heutzutage ist ja alles erlaubt. Aber wir haben halt gedacht, wir machen was aus Weinkorken, weil das gut zu meinem Echtholz-Esstisch passt. Und dafür haben wir jetzt den ersten Zacken gemacht. Das wird nämlich ein Stern. Mira, spielst du eigentlich auch? Ich möchte gerne mal mit dir spielen. Kommt drauf an, also die Frage ist ein bisschen komisch gestellt, muss ich dir ein bisschen sagen. Also das verwirrt mich gerade etwas, die Frage. Meinst du Computerspiele, Schatz, oder? Ich spiele ganz häufig mit dir. Das würden wir dann jetzt hier aber nicht im Chat besprechen. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Also die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. Also Gaming spiele ich auch und zocke, aber Ozok deutlich mehr als ich, was jetzt kein Vorwurf ist, sondern einfach nur eine Tatsachenbehauptung.
Und ich spiele aber mehr so Singleplayer-Spiele. Abenteuer und Click-Adventure. Click-Adventure, also diese Point-and-Click-Adventure, die spiele ich halt gerne. Und Civilization zum Beispiel kann man auch mit mehreren spielen. Ja, genau das. Da muss ja. man sich aber den ganzen Tag Zeit nehmen dann. Weil genau. eine Runde kann dann auch mal 6-7 Stunden dauern. Das ist genau. so wie... Kennt ihr das? Welches Brettspiel war denn das früher? Das Schwarze Auge. Kennt ihr das Schwarze Auge? Das ist so ein richtig krasses Brettspiel mit Geschichte, die man sich dann durchlesen muss und mit Würfeln so, wo man so ein Fantasy-Abenteuer, also als Brettspiel erlebt. Und ich weiß noch, ich habe damals mit meinem Bruder und noch mit seinen Kumpels, also mit 2-3 Kumpels, das war so in der Realschulzeit vor 20 Jahren. Ja. So alt bist du schon? Ja, ich bin schon so alt. Da haben wir, das Schwarze Auge gespielt. Das war sehr, 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 sehr spannend. Kenne ich gar nicht. Möchtest du das mal wieder spielen, Schatz? Nee, ich habe nicht gar keinen Bock. Ich habe nicht so ein Durchhaltevermögen. Die Jungs haben dann, irgendwann artete das dann aber auch aus, dass immer wenn einer nahe dem Tod war, mussten dann Chili-Cheese-Hähnchen-Nuggets gegessen werden. Das haben wir damals bei Aldi noch gekauft. Das war so ein ganz, ganz irrer Tag. Ich erinnere mich doch deutlich. Ja, PlayStation zum Beispiel. Also wir haben hier gar keine Konsolen zu Hause. Mhm. Oder? Nee, das ist richtig. Wir sind reine Computerspieler. Ja. Es gibt manche Spiele und Gamings, die man plattformübergreifend, also Crossplay, spielen kann. Da kommt es aber auf das Spiel an, was man spielen möchte. Beispielsweise die ganz netten Zocker unter uns. Hoppala, hier fällt mir mein Ding wieder über den Kopf. Die spielen ja das neue Call of Duty. Da spiele ich auch mit meinen Freunden aus Hochheim. Die sind ja alles Konsolenspieler. Deswegen. Was haben wir denn, was war denn das, was wir bei Schmidti gespielt haben? Das war Konsole. Das hat mir Spaß gemacht. Mario Party. Ja, das haben wir an der Konsole gespielt, zu viert und genau. zu dritt. Und das hat richtig Spaß gemacht. An der Nintendo Switch. Das funktioniert auch. Das kann man auch online zusammenspielen mit verschiedenen Switches und Sachen. Okay. Aber dafür müssten wir erstmal eine Nintendo-Konsole kaufen und jede Konsole kostet 170 Euro. Die ist ja nicht dafür lohnt sich das nicht, dafür, dass ich es einmal spiele. Also der zweite Zacken hat jetzt 6 Minuten gedauert. Das ist doch top. Hätte ich jetzt effektiv gearbeitet, ohne Quatschen, dann wäre es doppelt so schnell gewesen. Also geht von der Zeit her, würde ich sagen. Ja, und wenn du alle Zacken fertig hast, dann füllst du die Mitte aus und klebst es dann an, richtig? Richtig, ja. Das sieht super aus, ich freue mich. Cool. Ja. Ihr seid sehr sympathisch. Dankeschön. Danke, Jessie. Oh, Nintendo Switch können wir mal zusammenspielen, wenn ihr einen habt. Das spiele ich auch gern. Ja. Nee, wir haben leider keine. Ich muss schnorren. Meinst du, der leiht uns die mal aus? Oh. Weil so für einmal spielen, das halt kaufen, das ist halt immer so ein bisschen so eine Sache. So einmal ausleihen und dann 2-3 Tage spielen, das ist kein Problem. Ja, aber selber jetzt angeschafft haben wir das nicht, weil wir auch nicht so die... Also ich bin sowieso nicht so der Konsolenspieler. Ich war das früher mal, als ich jünger war, weil da wusste ich noch nicht, wie mächtig ein Computer ist. Aber ich kann auch nicht so gut Konsole spielen, wenn ich mal jetzt... Also ich hetze die ganze Zeit jetzt schon über meine Familie während des Streams. Das ist gar nicht so beabsichtigt. Aber ich bin eher so elektrogerätefrei erzogen worden. Kann man ja so sagen. Du bist also Elektrosmog macht Kopfschmerzen etc., ne? Spiegel im Schlafzimmer sind böse. Aber du hast die Demeter Samba-Schokocreme auch gekriegt. Ja, na klar. Ja. Spiegel im was machen? Spiegel im Bar, im Schlafzimmer bringt Unglück. Ach so. Ja. Anna Durf- und Niklas, hey, habt ihr bei Insta haben. Gesehen, was passiert ist? Ich hoffe, allen geht es gut. Kommt ja erst spät nach dem Schock, dass etwas weh tut. Hallo Anna und Niklas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch oder ihr im Stream mit dabei seid. Hallöchen. Wir hatten das jetzt ganz am Anfang eine halbe Stunde ausführlich schon erklärt. Ich werde selber dazu nochmal ein separates Video machen, weil ja das Interesse sehr groß ist, was jetzt da passiert ist. Und das wird es dann auf meinem Kanal geben. Das heißt, wahrscheinlich morgen oder übermorgen wird es dazu ein komplettes Video geben. Und da werde ich nochmal die Details zu allem erklären, was passiert ist, Unfallhergang. Und uns geht's gut. Auch wir haben auch Bilder und Videos gemacht mit dem Handy natürlich, weil wir waren heute auf geheimer Mission unterwegs und es sollte ja eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, aber
Ja, also was wir gemacht haben, wisst ihr immer noch nicht, aber dass wir den Unfall halt hatten und mit wem wir unterwegs waren, das ist natürlich jetzt kein Geheimnis mehr. Genau, wir waren mit Susi und Uwe unterwegs und, ja, und Kira, wir können nur sagen, dass Kira halt angeschnallt war und das war halt auch wirklich sehr, sehr gut, da wäre ja sonst echt ein Unglück passiert. Ja, deswegen, da sind wir sehr, sehr... Das ist sehr, sehr wichtig, dass man seine Tiere auch anschnallt und auch selbst sich anschnallt. Ja, aber uns geht es soweit gut, wir sind alle schockiert, Krankenwagen musste auch kommen. Und hat aber keinen von uns mitgenommen und ja. Genau, wurde nur geprüft, ob irgendwas wirklich kaputt ist, ob jemand sich verletzt hat. Hast du gerade in den heißen Kleber eingefasst? Ja. Aber ich kann das ab mit meinem Finger. Okay, ja, gut. Nicht, dass du dich verbrennst. Mach das nicht nach. Sagt sie noch, ja, aber ich kann das einschätzen. Hast du nicht in den heißen Kleber? Ich sage, wie dumm ich mich verbrannt habe. Eine Sekunde. Ich kann das abschätzen. Wenn er schon 2 Sekunden abgekühlt ist, dann kann man da raufdrücken. Okay. Aber man darf nicht... nicht an die heiße Spitze kommen. Oder man legt es hier hin und streift es dann so mit dem Arm oder so. Man zieht sich da die übelst krassen Verbrennungen zu. Oder nicht. Man verbrennt sich am Ofen. Ja. Naja. Ja. Das ist auch doof gewesen. Also ja, auf Insta waren wir ja schon sehr ausführlich jetzt zu dem ganzen Thema. Und also außer es ist uns, geht uns gut, es hat sich keiner verletzt. Wir stehen halt alle unter Schock, logischerweise. Weißt du eigentlich was von der Deutschen Bahn? Oh, so. Nee, leider noch nicht. Also die Deutsche Bahn hatte ja, das kann ich ja auch erzählen, die meinen Kanal sehen. Also es gucken ja nicht alle meinen Kanal, aber... Das ist nicht böse gemeint. Es ist ja auch nicht jedermanns Thema. Es muss ja auch nicht jeder meine Food-Reviews gucken, wenn ich mir die Schokolade renne. Doch, müsst ihr. Die Schokolade da bewerte. Also, wenigstens mal durchlaufen lassen. Ja, für den Algorithmus-Kick. Ja. Nein, also, natürlich, war ein Witz, ist alles okay. Alles in Ordnung. Also, zu der Deutschen Bahngeschichte. Ich habe mich dort beworben und habe dort auch meine Unterlagen hingegeben. Ich habe auch mich mit dem Personalleiter Nordost unterhalten gehabt, der halt vor Ort war. Der fand das ganz interessant, was ich zu erzählen hatte und was ich für Referenzen vorzuweisen habe. Aber die machen natürlich eine Bewerberaufnahme bis zum 30.11. bis Anfang Dezember. Dann werden die Unterlagen gesichtet alle und dann werden die potenziell bestgeeignetsten Kandidaten wie so eine Bewerbung halt abläuft. Also normaler Bewerbungsablauf. Ja. Und das heißt, ich muss jetzt natürlich bis zum Dezember warten, ob da überhaupt eine Rückmeldung kommt. Ich hatte das Gefühl, dass das alles ganz gut gelaufen war und fand das sehr schön und fand das sehr gut. Aber ich kann natürlich noch nichts weiteres dazu sagen. Außer natürlich halt, dass ich am Anfang bei den Gesprächen halt öffentlich den Menschen und auch den Personalbereich dort von der Deutschen Bahn, die da gewesen sind, gesagt habe, dass ich mich halt um den Fatih kümmere. Dass ich nicht mehr als maximal 30 Stunden arbeiten kann. Weil ansonsten kann ich die Pflege für den Fatih nicht gewährleisten. Und das ist ja bei der Krankenkasse und ja auch ansonsten überall angemeldet. Und dementsprechend wissen die da Bescheid. Und ja, das muss ich einfach halt abwarten. Die haben gesagt, das geht. Es gäbe auch so eine 4-Tage-Woche, die man machen könnte. Aber so ist das halt. Wann seid ihr immer live? Schöner Adventskranz steht bei euch. Ja, danke schön. Ich habe schon auf Instagram mitgenommen, wie ich den gemacht habe. Ich wollte eigentlich auch ein YouTube-Video drehen, aber das habe ich verkackt, weil wir uns so gut unterhalten haben mit den Mädels. Du hast mit den Mädels gequatscht, hast das vergessen. Hey, lass mal noch schnell das drehen. Oh, vergessen. Schon fertig. Ja, wann wir immer live sind, ist auf jeden Fall samstags. Jetzt zum Kochen immer auf dem Zweitkanal. Da kochen wir irgendwas. Nächste Woche Samstag wollte ich zum Beispiel vielleicht Stollen mit euch machen. Da freue ich mich drauf. Nom, 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 Stollen, geil. Und eigentlich dann auch Sonntag, aber wir haben dann gedacht, dass es dann zu viel wird. Genau. Wenn wir morgens kochen zusammen und nachmittags auf dem Hauptkanal live sind, deswegen machen wir Samstag Koch-Livestream auf dem Zweitkanal und Colinas Küche dann. Genau. Und zu den Adventssonntagen machen wir zusammen sonntags live ab 16:30. Normalerweise kommt ja immer ein Video 16:30 und wir haben gedacht, das ist dann die perfekte Zeit, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 Stündchen, also je nachdem, wie gut wir uns unterhalten miteinander, ne, wie viel Spaß wir haben, dass wir dann live sind. Also wir nehmen uns auf jeden Fall 2 Stündchen Zeit. Feiert ihr mit Susi und Uwe Kira Silvester? Wahrscheinlich. Anna und Niklas, Hallöchen. Also wir haben ja letztes Jahr mit dir zusammen gefeiert und das war sehr schön. Genau. Und wir haben dieses Jahr aber jetzt noch nicht nachgefragt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Silvester, oder gehen wir Silvester auch zu deinem Vati? Ja, weil das ist das Problem, wir können nicht so viele Leute zum Vati mitbringen, ne?
Wenn wir bei uns feiern, das ist ja kein Problem, wenn alle zu uns kommen, weil wir haben genügend Platz. Aber wenn wir zu seinem Vati in die Wohnung gehen, können wir natürlich keine fremden Menschen mitbringen. Da ist auch nicht so viel Platz. Da ist gar kein Platz, ihr wisst, wie die Wohnung aussieht. Genau. Und, da wäre das ja natürlich nicht möglich. Ja, und der Vati ist ja jetzt auch schon 85 und mit seinen Gebrechen und alles. Und wir wollen natürlich möglichst viel Zeit, vor allen Dingen auch an diesen wichtigen Termin mit ihm verbringen. Und da wir werden das abklären, wie wir das machen. Aber dazu können wir jetzt erstmal heute, Stand heute, noch nichts sagen. So. Aber höchstwahrscheinlich feiern wir mit Vati. Genau. Das ist so mein Gedankengang. Naja, Vati ist ja auch schon ein alter Vati. Und da sind wir froh über jedes Fest, was wir noch mit ihm feiern können. Und da ist um das mal so deutlich auszudrücken. Sicher, dass es jetzt schon kalt genug ist, um den Kleber reinzudrücken? Ja. Ah, ist doch noch... das ist doch noch heiß. Aua. Ah, Mensch. Was hat er denn geschrieben? Ich habe eine WhatsApp bekommen, sehe aber nur die Hälfte. Heike, schön. Livestream mit Susi und Uwe an Silvester. An Silvester wäre cool. Oha. Was ist das denn? Was ist denn das? Ein Plastikschweißgerät. Okay. Ja, gut. Ich weiß aber nicht, wofür das ist. Ist ein bisschen random. Ich dachte irgendwie, das hätte jetzt was mit uns zu tun. Nee. Aber hat's nicht. Jetzt bin ich etwas... Alles egal. Dann, streich mal alles weg. Wisch die Leute mal weg aus unseren Sachen. Ah, Susi hat das nochmal gepostet, deswegen, naja. Oh, wir müssen kurz einen Moment, wir schauen einen Moment auf dem Handy, was da los ist. So ein Vollidiot, ey. Ja. Das ist der von den Dings, von den, von den Young Boys Ultra, ist das der Laurenz. Das ist einer von den Pankow Fußballboys. Wild, auf jeden Fall. Es geht gut ab bei WhatsApp, Instagram und Co., wenn man einen Unfall hatte. Also wirklich. Eieieiei. Da wollen sie alle immer alles wissen, denn. Genau, ich wollte sagen, wenn so alles was Gutes passiert und die Welt in Ordnung ist, schreibt einem keiner, sobald irgendwas Schlechtes passiert. Ja. Oh! Digga! Nein, wir freuen uns natürlich über die Anteilnahme. Ja, das ist ganz lieb. Das ist, wollen wir in erster Linie aussagen damit. Marion! Das ist Marion aus. Hallöchen, Marion. Hallo. So. Hast du die Pyramide schon einen schönen Platz gefunden jetzt? Marion, genau. Ich hoffe, du hast deine Pyramide heute auch schon aufgestellt. Ja, ja. So, das ist der vierte Klops. Zacken. Ja. Zwei. Ja. Man muss es auch so kleben, dass man außen nicht die ganze Zeit so diesen Kleber sieht, weil das sieht immer so richtig billig und kacke aus, wenn man draußen zu viel Kleber draußen benutzt. Ja. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch, einen schönen ersten Advent. Dankeschön, I love. Hallo, ebenso I love. Allen Hallo. Im Chat auch. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Dankeschön, Marion. Ja, habe ich und meine Enkelkinder finden sie sehr schön. Das ist die Hauptsache. Das ist auch eine richtig, richtig hübsche Pyramide. Ja. Wir waren, aber wo, das können wir ja nochmal erzählen. Ich habe so viele Pyramiden auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig gesehen. Nee, ich war fast... In der Keramikscheune, da waren... Oh, in der Keramikscheune auch. Und da habe ich gedacht so... Ich hatte auch mal eine schöne Pyramide. Aber es ist gut so jetzt, wie sie ist. Ja, Marion, wir waren nördlich von Leipzig, 25 Kilometer nördlich. Das seht ihr aber auch in einem Video, das kommt irgendwann noch. Jetzt übermorgen oder übermorgen. Ja, genau. Da waren wir oder in der Keramikscheune und da waren auch vom Erzgebirge Original Handwerkskunst solche Riesenpyramiden. Die eine Pyramide, diese wirklich Weihnachtspyramide, diese ganz große, 3.124 Euro. Muss man sich vorstellen. Fluffy, für so eine Riesenpyramide. Hier, so groß. Ja. Hat auch so viel Wein getrunken. So viele Korken. Nein! Gut, dass du hier zuschaust und du denken kannst, dass Ozog das getrunken hätte. Und danke. Nicht mir das zutraust. Ich bin da so happy drüber. Ja, danke schön. Der Ozog, der Säufer, der gönnt sich jeden Abend eine Flasche. Meine Frau möchte Dekorationsbastelmaterialien haben. Bitte sauf doch mal. Bitte sauf doch mal. Nein, ich habe es bei Amazon bestellt, ihr Lieben. So viel kann doch kein Mensch alleine trinken. Ihr müsst das ganze Jahr über denn sammeln. Wenn ihr pro Woche eine Flasche trinkt, dann müsst ihr das ganze Jahr über sammeln. Und jeden Abend dann, also wenn ihr die Flasche ausgetrunken habt, könnt ihr euren Stern-Adventskranz dann vervollständigen, das ganze Jahr über aber. Oder ihr bestellt es einfach bei Amazon und zahlt dafür Geld. Genau, das
gibt's auch. Nächste Frage nach den vielen lachenden Smileys ist, habt ihr Wünsche bzw. Erwartungen ans neue Jahr bzw. Sachen, die ihr gerne erleben würdet? Also Erwartungen ans neue Jahr sind erstmal, also das kann ich ja sagen, wir werden wieder ein Resümee machen im Januar, wie unsere YouTube-Kanäle sich entwickelt haben. Und da bin ich mega glücklich drüber, weil... Ich muss mal meinen Fuß ausstrecken. Der schläft immer noch. Oh, ist die Maus hier? Ich bin schon fertig. Okay. Da freue ich mich drauf, weil da kann ich wieder so ein Resümee zeigen oder nachschauen. Kannst du das vergleichen, die Klicks aus dem letzten Jahr und die Statistiken vom diesem Jahr? Ja, genau. Das wäre ja krass. Alles nachvollziehen, wie sich das entwickelt hat. Und wir sind so dankbar, dass wir so viele neue, nette Zuschauer und Zuschauerinnen erreicht haben, die uns entdeckt haben, die sagen, ey, das macht so viel Spaß, euch zuzugucken, ihr seid so lebensfroh, ihr seid so fantastisch, nett und freundlich. Und wir sagen, ja, Dankeschön, wir machen ja das, was wir sonst auch immer machen, wir zeigen ja unser Leben so ein bisschen und wir verstellen uns ja nicht und das ist wirklich halt sehr, sehr schön. Und da freuen wir uns wirklich drüber, dass wir das in YouTube dieses Jahr wirklich so toll und erfolgreich geschafft haben und hoffen, dass es im nächsten Jahr hoffentlich genauso erfolgreich weiter wächst. Also das ist so mein erster Gedanke, sage ich jetzt mal. Weil es macht wirklich sehr viel Spaß. Was war die Frage? Na, was wir für Erwartungen ins neue Jahr haben und welche Sachen wir noch erleben würden. Was naja, also wir wollten ein bisschen also unterwegs sein und uns verschiedene Städte angucken auch in Deutschland. Aber also Auslandsurlaub ist jetzt überhaupt nicht geplant. Nee. Also nur Inlands. Außer Oma Number One, du lädst uns ein und wir kommen mit einem Billigflieger rüber. Dann ja. Ja, das würde ich mir tatsächlich vielleicht nochmal überlegen. Sie hat vorhin nochmal geschrieben, sie hat viel Platz. Ja, ja. Ingrid, ich bin's, dein Lieblingsenkel. Entschuldigung, das war nur Spaß, nicht Entschuldigung. Nein, also ansonsten, also wir sind gehypt, wie es mit YouTube weitergeht und stecken da ja auch alles so rein, was wir haben an Freizeit. Und das wollen wir halt weiterhin machen. Ansonsten, also uns geht's gerade ganz gut. Wir haben viele Sachen abgearbeitet, so wir zeigen ja, also schon so 90%, aber wir zeigen ja auch nicht alles, was wir so vorhaben und machen, ne? Also wir hatten einige große Projekte auch im Hintergrund und vieles ist jetzt abgeschlossen und nervt nicht mehr. Ja. Und man kann es ja nochmal einfach auffächern, wir können ja einfach nochmal auf das letzte Jahr eingehen, wo dein Vati leider verstorben ist und ihr könnt das ja in den Videos nachschauen, wir hatten so viel Zeug in der Wohnung, was wir von der Wohnungsauflösung hier da hatten und wir wollten das ja auch nicht wegschmeißen. Das hat ja alles mal einen Wert gehabt, einen geistigen, körperlichen oder emotionalen. Naja, die Wohnung von meinem Vater, die war vollgestellt mit Markenartikeln, mit genau, Markenprodukten, ganz die viel. Neu und unbenutzt waren. Neu benutzte Ware, unbenutzte Ware und wir haben es geschafft, alles so gut wie möglich zu verkaufen, loszuwerden und damit dann auch das so... Das hat so viel Arbeit gemacht. Ja. Und eigentlich im nächsten Jahr wollen wir noch weiter minimalisieren. Also wir haben jetzt schon angefangen, auch immer weniger zu kaufen. Also das gilt jetzt vor allem für mich, weil Osser kauft ja nichts. Aber dass wir da noch weiter die Wohnung minimalisieren außer neue Computerteile, die müssen noch angeschafft werden. Osser wünscht sich eine Grafikkarte. Und die ist so teuer, ich sag's euch. Ich hab, die ist so, ja, sag mal, wie teuer die neue ist, die du haben möchtest. Also ich hab ja jetzt sag mal den Preis einfach mal, ohne rumzudrucksen. 1422 Euro. Punkt, ja. Er verkauft jetzt seine alte und schaut, wie er die an Mann kriegt, aber es ist halt einfach, das ist wirklich eine Summe, ja. Wir waren auch sehr, sehr happy, dass wir zum Beispiel, wir fahren ja einen Neuwagen. Ja. Und wir haben den in diesem Jahr abbezahlt. Das war auch so ein Meilenstein, weil... Nee, letztes Jahr schon, im 21. 21 war der abbezahlt, im Juni. Nee, dieses Jahr. Nein, dieses Jahr sind wir schon ein Jahr drüber. Letztes Jahr war abbezahlt und dieses Jahr hatten wir die Raten für die Grafikkarte abgezahlt. Ah, ach so. Wir waren letztes Jahr schon fertig, aber trotzdem, Meilenstein sowieso. Ich habe ja mein Auto 2016 gekauft. Damals habe ich, das kann ich ja auch jetzt erzählen, da habe ich 14.200 Euro bar angezahlt. Und die Restsumme habe ich über Monatsraten finanziert.
Zu 0% Finanzierung natürlich. Ist ja ein Kia Optima, ist ja kein Geheimnis. Könnt ihr selber googeln, genau, wie teuer das Auto ist. Also Kia Optima 2.0. Ist ja auch egal eigentlich. Ist ja kein Flex oder so. Nee, nein, natürlich. Ich habe das ja jetzt auch nur erwähnt, weil halt, wenn man sagt, so was habt ihr nächstes Jahr vor, wäre ja auch gut, dass man resümiert, was man dieses Jahr alles geschafft hat. Ja, ne? Ja. Also so wollten wir eigentlich da darauf kommen. Wir wollten jetzt nicht sagen, hey, unser Auto ist so teuer. Wir hatten heute einen Unfall und es ist kaputt. Ist jetzt ein Unfallwagen. Nee. Also wenn wir Glück haben, kann das ja alles repariert werden und es zahlt ja die Versicherung der Unfallverursacherin. Ja, natürlich. Trotzdem ärgerlich einfach. So, wir gehen mal weiter am Text. Die kann man ja keiner bezahlen, die großen Pyramiden. Nee, kann man auch nicht. Also wenn ich über 1000 Euro für irgendwas ausgebe, dann für eine Grafikkarte. Aber nicht für eine Pyramide. Nein, da habe ich halt mehr als einmal im Jahr was von. Die große Pyramide würde bestimmt auch super aussehen, aber du hast es ja selber gesagt. Da naja, wenn man sich so entscheiden müsste, man ne? Man müsste ja so ein richtiges Weihnachtsdorf ja bauen mit den ganzen Porzellan und Sachen. Ich meine, ich würde mir für über 1000 Euro, ich würde mir jederzeit einen neuen Thermomix kaufen, ja? Oder einen Staub- und Wischroboter, wo man halt auch was aktiv so von hat. Ich für Dekoration, was nur Dekoration ist, ist 1000 schon. Da muss man schon viel Geld haben, um das bezahlen zu wollen, halt einfach. Aber das sähe in unserer Wohnung auch nicht aus. Wenn wir jetzt so eine XXL-Pyramide hätten, das wird ja untergehen. So, wir haben ja dann nicht den perfekten Platz. So, was hat. Die sehen zu eurer Entschuldigung auch unbenutzt aus. Dankeschön. Schön, dass du uns glaubst. Und mit Susi und Uwe ein Adventskränzchen-Quatsch. Da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass wir so einen Podcast oder so auch mal zu viert aufnehmen. Könnten wir machen. Können wir auch beim Adventskranz eigentlich machen. Ja, ist keine schlechte Idee, finde ich ganz gut. Eine kleine Fußbank wäre jetzt praktisch zum Sitzen, auf jeden Fall. Meine Enkeltochter liegt flach, fliegt nach Orlando, Schieling im April. Mega geil, dann ist sie aber auch begabt und sehr, sehr sportlich, ja, ne, bei Cheerleading. Ja, müssen viel Ausdauer haben und die machen immer, hey, ho, Pompoms rechts und links und Beinchen hoch, so. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Perfekt, also, Osorg, wenn es mit IT nichts wird, ne, dann auf jeden Fall. Werde ich männlicher Cheerleader. Ja, gibt es dafür eine männliche Bezeichnung oder ist Cheerleader einfach, ist es ja die männliche Form, okay. Ja, Cheerleader ist die männliche Form und Cheerleaderin ist die. Da bin ich auch gerade dabei, alles aufzubrauchen und weniger zu haben und... Ja, ich kutsch mit einem Kia Picanto rum. Das ist ein Kleinwagen, das ich kenne, ich weiß, wie er aussieht. Ja, mein Fuß ist jetzt nicht mehr eingeschlafen, deswegen konnte ich mich jetzt wieder auf meinen Fuß draufsetzen. So, wir haben alle Zacken geschafft, wir sind jetzt aber noch nicht fertig. Melanie schreibt, ich bin auch gerade dabei, alles aufzubrauchen und weniger zu haben. Finde ich sehr, sehr schön. Wisst ihr, also wir haben jetzt keinen Putzfimmel. Wäre schön, wenn wir einen hätten, mein Mann würde sich auch freuen, wenn ich einen hätte, aber habe ich leider nicht. Und wir sind immer dabei, halt die Wohnung... so einzurichten, dass man möglichst wenig putzen muss. Dass man, wenn man putzt, dass es wirklich schnell von der Hand geht. Das heißt, Oberflächen möglichst frei, nichts steht auf dem Fußboden, die Schränke sind nicht vollgemüllt, dass man nicht mal sieht, was da drin ist. Ne? Und wir sind da gerade dabei, auch so ein bisschen uns von einigen Sachen zu trennen. Und Osok möchte gerne mal alles behalten, kauft aber nichts Neues. Und ich würde sagen, manchmal boykottieren wir uns, manchmal ergänzen wir uns aber auch. Naja, wir sind ja auch ein super Team, sage ich jetzt mal. Naja, klar. Und ich habe halt meinen ganzen Bastelkram, ja, das ist hier, die ganze Schränke ist voll mit meinem Scheiß, ne? Und Osok hat dafür aber auch einen Schrank drüben im PC-Raum, im Arbeitszimmer, mit voller Scheiß, mit so PC-Ersatzteilen. Das ist wichtig, stellt euch mal vor. Manchmal sind da leere Kartons oder so, die stellt er sich in den Hintergrund als Dekoration. Ja, damit man vor den Gaming-Kids flexen kann. Guck mal, was ich für eine Hardware drin habe. Ja. Also ich habe definitiv mehr, ne, und ich muss dann noch mehr an mir arbeiten und Osok heult dann immer, wenn ich irgendwas wegwerfe, der durchsucht sogar den Müll. Ey, die hat letztens wieder versucht, mein lieblingshellblaues Wuschel-Longsleeve wegzuschmeißen. Nein. Das hattest du versucht wegzuwerfen, hast rausgeholt. Wie lang ist denn das her, bitte? Mindestens 3 Wochen. Nee, ich hab dein gelbes Shirt in den Müll geworfen. Ja, nur weil da ein Loch drin war. Und dein grünes Sleeve auch. Ja, der hängt, das habe ich schon gesehen, der liegt drüben in der Mülltonne. Die hat mein Longsleeve weggeworfen, weil da ein kleines Loch von der Katze drin ist. Die Katze hat mit der Kralle so ein ganz kleines Loch in die Mitte gemacht. Aber Leute, das kann ich auch nicht nähen. Also,
Ich kann zwar das zunähen, klar, aber man wird es ja immer sehen. So. Jetzt kneift er mich. Ja, mach ich jetzt auch. So nicht, Fräulein. Okay, aber ich werf's manchmal in den Mülleimer, wo du es auf jeden Fall auch siehst und dir zur Not rausholen könntest. Früher, als meine Kinder klein waren, hatte ich einen Putzfimmel. Jetzt setze ich andere Prioritäten. Das ist wichtig, ja, Heike. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Ich meine, Leute, mit Putzfimmel ist ja auch nicht schlecht. Also es ist ja auch sauber bei uns, ne? Aber manche putzen halt zweimal am Tag das Badezimmer. Und ich finde es halt nicht notwendig, so, um das mal so deutsch auszudrücken. Nee. So, wir putzen ja schon. Reicht doch auch einmal die Woche aus. Nee, ja. Schatz, das ist ein bisschen eklig. Ah, okay, in Ordnung, ja. Also mir reicht es. Ich formuliere das schon mal. Nein, aber wichtig ist halt, wenn du jetzt andere Prioritäten setzt, Heike, dass die Prioritäten dich auch glücklich machen. Das ist ganz, 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 ganz genau. Wichtig. Nur kein Stress. Stress ist ganz, ganz schlimm für viele Menschen. Das macht die ganzen, nicht nur mental, sondern auch körperlich, macht Stress sehr stark kaputt. Deswegen nicht stressen. Das ist ganz wichtig. Ja, wie viele hast du denn jetzt da von den Korken? Oha. Man sieht den Stern schon auf dem... Guck mal, wie gut es auf der Kamera aussieht. Naja. Das ist schon sehr gut. Das ist doch der Plan. Aber weißt du, was wir nicht bedacht haben bei dem Plan, Ozok? Wir haben keine Kerzen mehr. Ah, hä? Haben wir nicht da welche drin in der Schublade? Können wir nicht Teelicht darauf legen? Teelicht-Adventskranz. Schön. Gute Idee, Ozok. Toll. So einen Mann hatte ich auch. So einen Mann hatte ich auch. So einen, der nicht putzen will? Oder einen mit Putzfimmel? Nee, so einen liebevollen Mann hoffentlich, der dich gerne hat. Ja, echt, also. Oder der dir in den Bauch hinkneift. Also ja, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Also so, ich hatte seit letzter Woche Burnout gehabt, aber jetzt bin ich wieder fit. Ja, das ist auch ganz... Dass man so ausgebrannt ist, erschöpft ist von Arbeit, von allem, was einen umgibt, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist auch nicht gut. Aber schön, dass es dir wieder besser geht. Ja, genau. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige, dass es man auch gute Phasen hat. Ja. Die Kerze brennt jetzt auch mittig ab, sehe ich da. Guck mal, weil der Docht weiter nach oben war. Das finde ich gut. Ich mag das sehr. Ich finde es sehr, 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 sehr schön. So, jetzt muss ich mir vielleicht mal meinen Energy Drink hier aufmachen. Ich stehe mal auf und huch. Und kletter hier mal beiseite. Und den mische ich mir mit Wasser. Einen Moment. Ich überlege gerade, wie ich das hinkriege, dass es dann am Ende zusammenhält, ne? Also so komplett habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie wir das Ganze jetzt hier zusammenkleben am Ende. Weil also die Mitte ist auf jeden Fall irgendwie schon zu voll. Ist noch nicht so ganz optimal. Scheint mir so. Das jetzt aus. Aber es sieht jetzt schon gut aus mit dem Sternchen eigentlich. Darauf, darauf. Nee, so. Der hier muss hier hin. Achso, geht das nicht so? Ich gucke jetzt gerade, wie das aussieht. In der Mitte muss so ein Triangular-Dingsy-Dongsy sein, damit es funktioniert. Naja, schon klar. Ella Braum, da wird nichts weggeschmissen, schmeißt du? Ja, ja. So ist es richtig. Alles aufbewahren. Wenn man dafür Geld ausgegeben hat, ja, dann muss man das auch aufheben. Ja, ist ja auch eine gute Idee. Ja, die ist ja richtig. Man kann ja auch nicht alles wegwerfen. So, wir werfen ja auch nicht alles weg. Manchmal kann man es ja wirklich nochmal benutzen, Löcher stopfen, ja, aber manche Sachen gehören auch einfach in den Müll. Ich habe meinen Stiefel wieder voll gemacht. Guck mal, jetzt ist hier nämlich Mineralwasser und Energy Drink drin. Das ist toll, Schatz, dankeschön. Ah. Möchtest du ein Glas Wasser haben? Ich habe es sauber, nur zwei Personen, aber einen Putzfimmel habe ich nicht. Ja, das ist, naja, also was heißt denn Putzfimmel? Ich denke, es gibt Leute, die übertreiben.
Und alles. Naja, so normale Sauberkeit ist ja kein Putzfimmel. So, das ist ja nur, wenn jemand jetzt fünfmal am Tag das Bad putzt oder so. Und dennoch sich schwierig. 10 Minuten die Hände wäscht oder so. Das wär too much. So. Das muss ja nicht sein. Nee, das muss auch nicht sein. Bin ich irgendwie das dumm oder so? Groß. Das ist so groß, Schatz. Ja, aber es sind doch 5 Ecken. Ja, es müssen aber. Es müssen. Du hast das zu groß gemacht. Irgendwie bin ich komplett verwirrt. Ich glaube, ich schieb's erstmal zur Seite und wir versuchen es nochmal. Weil so kommen wir jetzt nicht hin. Aber wir haben ja auch Zeit. Muss ja nicht instant fertig werden. Nee, natürlich nicht. Aber ich persönlich würde sagen, jetzt Putzfimmel. Ich glaube eher, dass man halt da alles, was in die Extreme geht, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch andere Extreme. Nicht nur, dass wir es alle extrem sauber haben wollen, sondern... Es gibt ja auch das Gegenteil. Das ist ja auch irgendwann so übelst eklig. Meinst du, so wenn dann alles auf dem Fußboden aber rumgeht. Nicht alle Messis sind nicht putzwillig. Also es gibt ja auch saubere Messi-Wohnungen. Ja, aber es gibt Leute, die sammeln ganz viel. Das sind, die haben so einen Sammeltrieb. Aber wenn es sauber ist, ist ja auch okay, wenn sie sammeln. Klappt das so? Ja, klar klappt das so. So, ja. Muss ja klappen. Ich gucke, dass das mit den Korken hinpasst. Naja, in höchster Not schneiden wir einen Korken durch. Okay. So pragmatisch bist du einfach, dass du den Korken dann durchschneidest? Naja, klar. Da kenne ich nix. Aha. Oh, ah. Jetzt, ah. Seht ihr das eigentlich, wie sie das macht auf der Kamera? Na, ich versuche das klug zu machen, damit es nachher auch hübsch aussieht. Ich sag Bescheid, wenn ich es geschafft habe. Ich sag nichts mehr. Ella, alles gut. Ja, manchmal versuchen wir das ja dann nicht wegzuwerfen, sondern auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Das, oder wir kennen jemanden, der jemanden noch, kennt oder so. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ja auch Stoffreste da. Und wir kennen halt über 5 Ecken jemanden, der gerne näht. Und da habe ich auch schon nachgefragt, ob der die haben möchte einfach. So, dass wir das dann den passenden Menschen schenken können einfach. Guck mal, Annemarie schreibt noch, die Tochter fährt dann alleine mit dem Auto nach New Orleans. Und dort trifft sie ihre Eltern und verlegen die gemeinsam zurück aus den USA. Das ist ja auch krass. Das ist ja wirklich übertrieben krass nice. Coole Sache. Ich möchte nochmal Danke sagen für das Treffen in Hannover. Das hat uns sehr viel Freude gemacht, ja. 23 Jahre ist sie, dann ist sie auch alt genug. Der rote Strolch ist da! Stieflein in der Hand. Wie viel Liebe trinkt Rosa über den ganzen Mittag? Mit Stiefelchen. Ach so, ich hab den Stiefel nämlich hier. Guck mal hier. Ja. Das ist der Stiefel. Ja, die war gut. Mr. Roter Strolch, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Kann man mal fragen. Vor allen Dingen, er heißt Roter Strolch 79. Wahrscheinlich ist er 79 geboren. Und dann hat er ein Bild vom Pumuckl drinne. Passt doch. Hurra. Hurra, der Pumuckl ist wieder da. Der Kobold mit dem roten Haar. Der Pumuckl ist wieder da. Ja, kommt danach erst. Mir der doch Kobold mit dem roten Haar, hurra. Hurra! Der Pumuckl ist da. Meistens treibt der Schabernack heute nicht und nichts. Kennst du es nicht? So oft habe ich das nicht geschaut. Der Meister Eder, der ärgert sich über den Pumuckl. Okay. Warst du der Pumuckl? Nee, aber ich habe mir den Pumuckl gerne angeguckt. Der hat den Meister Eder wirklich immer geärgert. Das hat der Vati übrigens auch besonders gerne geguckt. Mein Vati auch. Ja. So, haben wir jetzt auch Korken bestellt? Melanie, wunderbar. Sehr, 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 sehr gut. Ja, voll gut, ne? So wollen wir das sehen. Inspiration. Ey, die perfekte Dekoration für Leute, die gerne einen hinter die Binde kippen, ne? Annemarie schreibt auch, mir auch doch genauso. Ja, das ist ganz, 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 ganz lieb. Und auch Annemarie, danke, dass du bei meinem Gaming-Ding dabei gewesen bist. Du hast dafür gesorgt, dass ich die Watchtime bekommen habe. Möchte ich hier nochmal Danke sagen. Ich habe einen Tag später habe ich die Benachrichtigung bekommen. Sie sind jetzt in der Lage, ihren Kanal zu monetarisieren. Das ist nur, weil du zugeguckt hast. Dankeschön.
Nur. Ja, natürlich. Ja, nur weil Anne-Marie zugeguckt hat. Keiner sonst. Ja, ja. Ey, alle anderen sind... Noch, Roter Stolz war auch noch da und dann war noch Ronaldo Dingsbums war noch da hier. Wie hieß denn also doch mehrere verantwortlich. Ja, aber je mehr Leute zugucken, desto ja, natürlich. Geht es dann ja auch. Na klar, na klar. Fluffy Woodlauf. Hab Pumuckl geliebt, heute würde ich dir nicht mehr so gezeigt werden, wie der kleine Pumuckl schon zum Frühstück mit dem Bierkrug da sitzt. da kommen wieder diese politisch korrekten. Wild auf jeden Fall. Boah, der Pumuckl, der gönnt sich erstmal morgens um 9 den Bier. Kein Problem. Kein Problem. Ja. New Orleans ist super, da waren wir auch schon oft. Hier muss man Auto fahren können, anders geht's nicht. Ich habe das auch gehört, dass es in Amerika ja so ist, dass die Städte relativ weit auseinander liegen. Ich meine, so der amerikanische Kontinent, der hat ja irgendwie von links, also von der East Coast zur West Coast, glaube ich, hat der 1700 Kilometer Durchmesser. Das ist einfach viermal Deutschland oder zweimal Europa. Man müsste zweimal durch Europa durchfahren, um von links nach rechts zu kommen in Amerika. Das ist halt schon sehr, sehr groß, deswegen. Also, ja, man muss halt diese Verhältnisse mal sehen. Und dann gibt es natürlich halt auch noch so Staaten wie Texas oder... ich weiß gar nicht, wo der Grand Canyon liegt. Wo liegt denn der Grand Canyon überhaupt, Oma? Das weiß Ingrid, du weißt das doch. Sag mir das. Ja. Das ist halt, es sind andere Verhältnisse, es sind andere Größenverhältnisse, sind es einfach. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So. Der Stern wächst und... geht so zusammen, aber das fehlt irgendwie. Es ist nicht perfekt, ne? Manchmal ist eine größere Lücke und wir schauen noch. Wir popeln hier noch ein bisschen rum. Bis wir das perfekt und dann entscheiden haben. Wir uns. Oh, das sah jetzt schon gut aus. Da fehlt nur noch einer in der Mitte. Hier, den hier. Da muss man nochmal gucken, ob wir das anders hinkriegen da. Ja, doch! Oh, nein, jetzt hast du es verschoben. Oh nein! Oh! 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 Ja! Okay. Ich muss mal kurz den Pumuckl. Hier, das ist die Vorspannmusik von Pumuckl. Ich muss mal kurz die raussuchen. Also. Ah, ich hatte doch eine Verlinkung. Jetzt haben mir Leute geschrieben, wo ist denn der Livestream von Amira? Und ich hatte das in meiner Insta-Story, habe ich doch den Kanal verlinkt. Ja. Wenigstens fahren die langsamer. Naja, die haben eine Begrenzung, glaube ich, auf 160 Meilen. Und das ist, glaube ich, also weil die rechnen ja nicht in Kilometern pro Stunde, sondern in Miles per Hour, in Meilen. Und ich glaube, das liegt bei 140 oder 130 km/h. Oh, Sock weiß einfach alles. Da bin alles. Ich mir aber nicht ganz sicher. Ich muss mal kurz nach. Nicht? Ja, nicht zu 100%. Gerade gesagt, dass du alles weißt. So, also. Geschwindigkeitsbegrenzung USA. Hallo Mira und Osok, wo kommt der Stern denn hin? Ich dachte, dass der auf meinem Echtholztisch sehr hübsch aussehen würde. Ja, 75 Miles per Hour liegt bei 121 km/h, also nicht 130, 121. Ja. In einigen Staaten ist sogar nur 105 km/h erlaubt. Oh, es sind langsam. 105? Mit 105, Alter. Oh, da bist du ja ewig unterwegs. Auf Hawaii darf sogar nur 97 gefahren werden. Warum denn so komische Zahlen? Ach, weil wegen der Umrechnung, ja, ne? Ja, wegen der Umrechnung, genau. Umrechnung. Da ist wieder das Fenster. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eine Anzeige für deine Zuschauer hinzuzufügen. Quatsch. Möchtest du eine Werbepause Nein, machen? Nein, keine Werbung. Da kommt wieder das Fenster. Keine Werbung, keine bitte. Werbung an dieser Nein, Stelle. Nein, was ist denn das für eine Einblendung hier von YouTube? Das gönnen wir uns nicht. So, nee, aber das ist schon interessant. Ach so, was wollte ich denn suchen? Den Pumuckl, genau. Pumuckl Intro-Song, damit man ihn hören kann. 5 Minuten Werbung. Pumuckl Intro. Da ist er. Oh, da gibt es sogar einen Remix von. Naja, klar, wird schon dann schon. Boah, 5 Millionen Aufrufe. Jetzt gibt's den Biber. Oh nein, Werbung von Biber. Nein, oben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu kleben. Ja, komm, das passt schon, Schatz. Und wenn die beiden Löcheris auf dieser Seite hier oben sind, sieht es aus, als ob der Stern Augen hätte. Wie Patrick Star. Ich möchte nicht, dass mein Stern aussieht wie Patrick Star. Ich wohne schon 43 Jahre in Virginia. Oh, Ingrid, ist schon gut. Der Adventstern ist sehr gut geworden. Danke dir, Roter Strolch. Gut.
Okay, ich mein Stream gesperrt wird, Ursok. Der Pumuckl, das war nur 10 Sekunden. Der Pumuckl ist da. Ist ja der GEMA egal, wie lang das ist. Heute nicht und nicht so knapp. Der Stern wird hervorragend. Ich freue mich gerade massiv über den Pumuckl, kann das sein? Ja, Kindheit. Entschuldigung. Es tut mir leid, wenn ich euch zu kindisch bin. Ja, ich freue mich da. Nein, wir haben einfach Adventszeit und wir dürfen alle gut gelaunt sein, Ursok. Ja, ich freue mich sehr. Ich finde das sehr schön, dass wir hier gemeinsam sitzen und basteln. Ich finde es auch sehr schön, dass wir das machen. Hurra, hurra. Der Pumuckl ist wieder da. Ich finde es sehr, sehr gut. Möchtest du dein Glas Wasser haben, Schatz? Ja, gerne. Ich würde gerne was trinken. Nein, nicht kindisch, sondern ich fühle mich jetzt in meine Kindheit versetzt. Siehst du, Ursok, das ist ansteckend. Siehst du? Ich wusste das. So. Der Meister. Schaut mal, das ist auch das Perfekte. Man kann auch seine Getränke abspülen. Der Meister Eder, und dann wird ihm einfach der Schraubenzieher versteckt und er findet ihn nicht wieder. Mm. Ah. Ja. Der Pumuckl war klasse. Also man kann auch einen kleineren Stern dazu machen und dann hat man auch einen Pyramide. So ein Glasuntersetzer zum Beispiel. Aber die müsste man dann halbieren, weil das so groß ist halt, ne? Ja, ja. Oder du legst einen zweiten Stern hier wie eine Pyramide obendrauf. Ja. Dass das so eine Erhöhung ist, wie so eine, ja, genau, wie so eine Pyramide halt. Ja, könnte man auch machen. Das könnte man auch machen. Jetzt pfeifst du das statt zu singen. Oh, sag, ich hab das genau mitgekriegt, was du hier veranstaltest. Du hast ja nicht aufgehört, du machst heimlich weiter. Pumuckl wäre klasse. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, warum klebt die denn nicht? Hey, jetzt aber. Klebt du Sau. Annemarie fragt die Oma, ob sie noch Heimweh hat. Also von Amerika nach Deutschland. Ich glaube, Ingrid lebt lange genug in den USA, dass sie sich freut, dass er da wohnt. Das ist meistens so irgendwie. Och, wir können ja ein bisschen über Deutschland erzählen, da wird das Heimweh gleich viel weniger. Ja, aber es ist wirklich so. Deutschland. Bongo, Leute, Bong ist da! Siehst du ihn schon? Ja, ja, der kommt gleich, die Nachricht. Oben ist es schon angezeigt, aber unten. Shalom, Scher, ihr beiden süßen Weihnachts... Elfen bestimmt. Elfen. Warum wird das unten nicht angezeigt? Bongo, ja, müssen Leute, wir Bong, auf Live-Chat gehen. Was hast du da geschrieben? Ah. Mach mal die Werbeanzeige weg, bitte. Genau. Ihr Top-Chat, deswegen. Ja, nach unten, ja. Ah, Live-Chat, da ist er. Ist mit links ja nicht so einfach, Ursok. Shalom, ihr beiden süßen Weihnachtselfen. Danke dir, Bongo, Leute, Wong. Ich grüße dir. Kannst du eigentlich den Weihnachtsmann Bongo holen, Ursok? Oh. Ich will dich nicht umherscheuchen, aber ich sitze auf dem Fußboden. Kennt ihr Catweasel, Ursok? Nein? Ursok kennt sonst alles. Der Catweasel sagt mir nur, es gibt so eine das ist so eine Serie in Amerika. Das sind so Frauen, die auf Facebook Fake-Liebe ihren Männern vorgaukeln. Das sind so Catweasels. Echt? Das kenne ich, ja. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ist Oma Number One mit euch verwandt, beziehungsweise eure echte Oma? Nein. Nein, leider nicht. So eine liebe Omi haben wir leider nicht. Also ich hatte eine liebe Omi, aber also wir haben, also das ist jetzt frech, ne? Entschuldigung. Nein, leider nein. Der Weihnachtsmann Bongo. Es ist der Weihnachtsmann Bongo. Hallo Mira. Ah, hallo Bongo. Hallo. Oi. Das ist unangenehm. Ja, wir haben ihn ja getauft, deswegen. Ja. Aber wir haben noch keinen Namen für unseren Snowy Schneemann. Ja, der Bongo. Weihnachtsmann Bongo ist am Start. Jo, was geht, Alter? Was? Der heißt Bongo? Hattest ja, natürlich. Hast du doch was so vorgeschlagen. Vorgeschlagen gehabt in einem der Streams. Lass doch den Weihnachtsmann Bongo nennen. Ja, machen wir doch. Machen wir da kennen wir nichts. Überragend. Da kennen wir nichts. Das machen wir dann einfach. Das ist fantastisch. Wir sind hier. Das klebt schon alles zusammen. Sehr nee, cool. Da klebt doch ja nichts. Ach so, ja. Ich muss nur gucken, dass es dann halt doch halbwegs passt, ne? Dass es einigermaßen supi aussieht. Ja, das wäre ja wünschenswert irgendwie, ne? Ja. Aber der Stern sieht schon gut aus, Schatz, wenn man von oben so guckt. Ja. Der deinen Namen trägt.
Klopapier klebt. Wunderbar. So, Leute, ich muss leider wieder oft gemeinsam cringy kochen und Liebesfilme schauen am Kamin. Oi. Schön mit Ö. Schön mit Ö. Okay. Das ist, glaube ich, ich habe das richtig formuliert. So wollte das Wongo hören. Ich glaube auch. Wongo 24. Es ist übergut. Die Omi schreibt, nein, wir sind nicht verwandt. Das ist richtig, Ingrid, wir sind nicht verwandt. Aber wenn du unsere Omi wärst, dann wäre das auch ganz lieb. Da glaube ich fest dran. So, jetzt kann man es gleich zusammensetzen an den Seiten. Zack, genau. Willst du diese Seite jetzt erstmal daran setzen? Dass die, weil die passt ganz gut daran, genau. Und dann kann man die nochmal ausdrehen dann später. Oder? Ich weiß es nicht. Achso, du willst erstmal die Mitte machen und die Ränder zum Schluss dann verbinden. Ich wollte mich jetzt so Stück für Stück vorarbeiten. Dann mach das mal. Ich will dich nicht verlinken. Oh, was ist denn hier für eine Nachricht? Hier kommt. Ich habe eine Nachricht bekommen. Wer hat mir hier eine Nachricht geschickt von euch? Achso, nee, das ist der Termin für morgen. Couch wegfahren. Genau. Achso, Thema Couch. Da gab es ja wieder lustige Kommentare bei uns in den Videos. Ja. Wer hatte denn das geschrieben gehabt? Das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Anita Elke Eberle, glaube ich, war das gewesen. Ja, die Couch ist schon Kult in unserem Flur. Mal gucken, wie lange wir fliegen im Mai nach Deutschland. Ach, das ist doch cool. Wow. Ja, bestimmt also, Familienbesuch groß oder nicht? Ja, Ingrid, falls du nach Berlin kommst, du kannst auch auf unserer Couch pennen. Claudias kleine Welt ist da, hallo. Hallo und einen schönen ersten Advent für euch. Dankeschön, ebenso. Ich komme leider gerade erst dazu, werde aber den Anfang natürlich nachschauen. Natürlich. Claudia, danke dir. Auf bald, ihr Lieben, habt noch einen schönen Adventsabend. Gruß an den Vati. I love, das werde ich ausrichten. Danke dir für deine lieben Grüße an den Vati. Das mache ich. Ja, so, danke jetzt schön, muss ich mal gucken, danke wer schön. Das, wie er diesen Kommentar geschrieben hat mit der Couch. Das möchte ich jetzt gerne wissen. Wer war denn so frech eigentlich? Wer war denn so frech von euch? So, mein Kanal. Ja, also, wir haben ja gesagt, eine Freundin hat sich angemeldet für die Couch, hat uns gesagt, dass sie die gerne hätte, aber sie hat sich nicht ausgekaspert. Jetzt habe ich sie nochmal die Pistole auf die Brust gesetzt und ihr sagt so, entweder jetzt oder nie, weil ich ertrage das nicht mehr in unserem Flur. Und ich hatte gesagt, jetzt auch lang genug Geduld, bin ich der Meinung, mit der Couch, ne, ja, im Flur. Sie hat dann gesagt, oh, ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell, war die Aussage. Ich schaffe es nicht. Ja, ja, von daher kommt es jetzt weg. Ja, genau, wird entsorgt. So, wo kann ich denn hier durch Kommentare durchsuchen? Versuche alle 2 Jahre zu fliegen zu meiner Mutter 88 und meinem Bruder. Ja, Familienbesuch ist richtig und wichtig. Das ist doch schön. Ich meine, alle 2 Jahre ist ja auch okay. So, man kann ja nicht jedes Jahr fliegen. Und jetzt war ja sowieso schwierig jetzt die Jahre mit Corona. Und jetzt kann man aber wieder fliegen. Und dann freut man sich umso mehr auf die Familienmitglieder. Ja, also ein bisschen Stern ist ja schon fertig, ne? Ich kann hier die Kommentare nicht filtern, Schatz. Ach, dann ist doch nicht so schlimm, Ursok. Na gut, ich bin da zu doof für, am Handy bin ich zu doof dafür. Nee, musst du am PC machen mit dem Filtern oder in der... Guckt der Vati auch jetzt gerade, Annemarie? Das weiß ich nicht, ich kann den Vati mal anrufen, ob er am PC sitzt. Aber wir haben vorhin mit dem Vati telefoniert, auch wegen dem Unfall etc. und sagen, dass es uns gut geht. Kann ja mal anrufen. Und dass uns was Schlechtes passiert ist. Und ja, haben wir eben schon mit dem Vati telefoniert. Genau. Aber er ruft ihn jetzt nochmal an. Ich rufe den Vati an, ich kann euch aber nicht die Nummer zeigen, sonst ruft ihr alle den an. Alle rufen mal Vati an. Manchmal guckt er, manchmal nicht. Ja. Aber ich glaube, er ist gerade in der Küche. Er wollte ja in die Küche noch gehen und Abendbrot machen. Oder der Gillibert kommt gleich zu ihm rüber. Geht gerade nicht ans Telefon. Dann ist er wahrscheinlich gerade nicht im Wohnzimmer. Muss ich später nochmal versuchen. Catweasel war eine Kinderserie, so aus 1969er Jahren. Das war richtig lustig gewesen. Ich guck mal, was das ist. Catfish ist, glaube ich. Ach, Catfishes heißen die, genau. Nicht Catweasel, Catfishes. Catweasel. Einen Moment. Ich guck mal, was das ist. So. Catweasel. Fernsehserie, da. Ach, das ist mit so einem... Mit so einem... Guck mal, wie der aussieht. Der sieht aus wie so ein Druide, sieht der aus. Okay. Komödie in 2 Staffeln. Dem Hexenmeister Catweasel passiert im Jahr 10
1066 ein Unglück und er landet einfach in England der 1970er Jahre. Achso, ist ja sehr gut. Godfrey Bailden war der Kettwiesel. Und der hat aber nur bis 2017 gelebt. Der ist schon verstorben. Oh je. Apropos alte englische Serien. Die Anita und ich haben gestern Mr. Bean vorgestern Mr. Bean geguckt. Nee, war es gestern? Nee, gestern Abend. Schatz. Gestern Abend. Wir haben gestern Abend Mr. Bean geguckt. Ronan Atkinson. Ein sehr, sehr lustiger Schauspieler, der nur durch Gestik und Mimik für einen Humor sorgt, den man sich sonst nicht ausdenken könnte. Der spricht ja gar nicht oder kaum in der Serie. Und nur durch seine Art und Weise, wie er seine Mimik verändert, seinen Gesichtsausdruck, seine Gestik, seine Handlungen, sorgt er dafür, dass es extrem lustig ist. Also wer Mr. Bean noch nicht komplett gesehen hat, der schafft das auch an einem Tag nachzugucken. Mr. Bean ist übrigens nur, falls ihr das wisst, der hat nur 2 Staffeln Mr. Bean, a 14 Folgen. Also das ist keine lange Serie. Der hat nicht so viele Episoden. Doch, das war mehr. Das waren locker 6 Staffeln. Nein, Schatz. Ich hab's auf Wikipedia nachgeguckt. Wirklich? Nein, das waren 4 Staffeln. Nein. Locker. Es waren insgesamt nur 30 Episoden. Echt? So wenig? Mr. Bean, ich guck dir. Mr. Bean Fernsehserie, da ist es. Kam mir gar nicht so wenig vor. Mr. Bean mit Rowan Atkinson. Hier, Comedy-Sendung. Mr. Bean wurde in 2 Staffeln a 14 Episoden 25 Minuten und eine 15. Episode a 72 Minuten sowie 2 Specials aufgezeichnet. Von der Thames Television Group und der Tiger Aspection Production in England. Hauptidee der Serie hatte Rowan Atkinson selber. Und Drehbuch hat Rowan Atkinson auch selber geschrieben dazu. Hauptrolle Rowan Atkinson. Produktion John Birkin und John Howard Dywish. Und Musik Howard Goodale. Ja. Also hier steht es nochmal. Comedy-Sendung. Echt nur zu wenig Folgen, ja? 14 Episoden. Ach, krass. Deswegen. Gar nicht gewusst, dass das so wenig war, ehrlich gesagt. Schmetterling 18. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Schmetterling. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit bei uns im Livestream bist. Grüße dich. Das mit den Weinkorken ist eine richtig gute Idee. Schaut schön natürlich und rustikal aus. Passt bestimmt ganz gut zu eurem neuen Tisch. Ja, Claudia, zum neuen Tisch passen viele Sachen, die rustikal und gut aussehen. Ja, denke ich auch. Also das. Ich hatte die ja eigentlich bestellt für meine Mädels, weil ich dachte, das passt perfekt in deren Wohnung, weil, also jetzt nicht, dass sie viel Alkohol trinken würden, aber die gönnen sich schon gerne. Und da dachte ich eigentlich, dass es perfekt in deren Wohnung außerdem passt. Außerdem haben die auch eine Mustertapete, wo sie eine Bar drauf haben. Ja, das passt genau. Halt gut dazu. Aber sie wollten einen klassischen. Genau. Ach ja, auch das ist ja lieb. Ach so. Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Wenn du auch gerade zuschaust, deine. von unserem Geheimtreffen heute. Ach so. Sie hat von ihrer Mama gehört, dass wir einen Unfall hatten. Oh nein. Ja, genau auf dem Rückweg von ihr aus. Ja, oh, ja, das Scheiße. Ist ja lieb, dass sie da noch nachfragt, ja. Kannst du ja unverbindlich mal den Livestream posten. Soll ich hier kurz antworten? Ja, da muss ich jetzt kurz WhatsApp schreiben, Leute. Ja, das ist wichtig. Also, das glaube ich, ist wirklich wichtig. Mit dem Doppelsmiley war auch gut. Das ist ja. Ja. Aber die ist auch ganz lieb, muss ich sagen. Die auf jeden Fall. Ja. Also, da ist Anteilnahme sehr, sehr groß. Wir sind jetzt fast fertig mit dem Stern, oder Schatz? Zur Hälfte. Ja, über die Hälfte schon. Über die Hälfte schon. Muss
das hier mal weglegen, sonst guckt man da halt mal drauf. So, zack. Ah, hingelegt. Oder soll ich nochmal versuchen, den Fati anzurufen? Ja, kannst du machen. Ich versuche nochmal den Fati anzurufen. Vielleicht hat er ja was für den Livestream zu erwähnen. Vielleicht versteht er das aber auch gar nicht, dass wir live sind. So, jetzt klingelt es nochmal. So, okay. Das ist ein toller Livestream, oder? Aussag telefoniert, ich spiele am Handy. Ist perfekt. Schmetterling 18, hallo ihr Lieben, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Versuch den Fati zu erreichen, vielleicht kriegen wir den heran. Grüße von Fati, auch von mir, von Tatjana. Werde ich ausrichten, wenn ich ihn rankriege. Der ist bestimmt gerade in der Küche. Wenn er in der Küche ist, schafft er es nicht so schnell ans Telefon. Nee, dann, das schafft er nicht so schnell. Jetzt. Ja, Fati, hier ist Julian. Einen Moment, ich muss mich hinsetzen. Ja, setz dich erstmal hin. Hört man das? Ich glaube, man. Ja, ich weiß, dass du nicht fliegen kannst. Ich bin gerade dabei, meinen Abendbrot aufzutischen und hattest du schon mal angerufen? Ja, ich hatte vor 6 Minuten schon mal angerufen. Ah ja. Ja. Fati, ich wollte dich auch nicht lange stören. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, Anita und ich sind im Internet, wir sind live. Und wir sollen dir ganz... Nochmal bitte noch, Anita und ich sind was? Live, live im Internet. Man kann uns in unsere Bude reinschauen. Ah ja, okay. Und ich soll dir ganz liebe Grüße von vielen Zuschauern ausrichten. Die grüßen dich alle ganz lieb. Das ist ganz lieb von euch, vielen Dank. Und ich mache noch eine Aussage, die vielleicht für euch von Bedeutung ist. Hast du schon einen anderen Wagen? Nee, noch nicht. Nein, habe ich noch nicht, Fati. Nee, ich meine jetzt als Ersatz. Nee, das muss ich mit der Versicherung klären. Das mache ich alles morgen. Alles klar. Ja, dann weiß ich Bescheid. Ich habe Gilbert in der Zwischenzeit informiert. Der weiß Bescheid. Also brauchst du keine Sorgen zu machen. Okay. Fati, ich wollte dir nur ganz liebe Grüße ausrichten. Es sind ganz viele Zuschauer heute bei uns dabei und die wünschen dir auch einen ganz schönen ersten Advent. Okay, vielen Dank. Oh ja, das gucke ich mir gleich an. Alles klar. Super, Fati. Dann kannst du ja im Internet ja reinschauen. Ja, okay, mach ich doch. Also. Wir hören uns dann. Ich wünsche dir guten Appetit. Ja, danke schön. Grüß dich, Nidhi. Ja, mach ich. Ja, bis dann, mein Großer. Tschüssi. Tschüssi. Ja, tschüss. Der Fati. Ich habe ja gesagt, der ist in der Küche gerade sich was zu essen. Weil ich kann nicht so schnell. Ja, deswegen also. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Liebe Grüße an alle Zuschauer, auch vom Fati. Ja, ich hoffe, ihr habt es gehört. Der ist ein Ehrenmann. Fati ist der Beste. Das ist auch schon gut. Ja, ich meine so, wer hat denn erstens einen 85-jährigen Vater, der dann den ganzen Quatsch auch noch mitmacht? Jetzt glaube ich, hast du das in der Kette rumgedreht. Ah, ist egal. Nein, ich hatte das richtig rumgedreht. Okay. Ja klar, hier siehst du. Ah, okay. Ja, nice. Sieht sehr gut aus. Ein Stern. Der deine Nacht. Sabine, ich habe den Fati von allen Zuschauern gegrüßt, also auch von dir und von der Claudia. Danke, Fati, schöne Grüße an ihn. Ja, ich werde, der Fati, der guckt vielleicht nachher den Stream nochmal nach. Der dann guckt, sieht er den Chat dann auch. Dann sieht er auch den Chat, was ihr alles geschrieben habt. Danke, Fati, schöne Grüße auch an ihn. Schön die Hamburger Stimme vom Fati. Ja, es ist. Ach ja, genau, ja. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Der Fati ist ja, kommt ja aus Hamburg. Ja. Das ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ich muss jetzt aber dieses Ding hier ablegen. Das ist. Oh, er redet von meinem Haarreifen. Ich lasse es noch an. Ah! Schmadi schmiert gerade Wurstbrot. Das kann gut möglich sein. Oder er macht sich lecker ein Spiegelei in der Pfanne. Das isst er auch gerne zum Abendbrot. Und Fleischsalat. Den isst er auch gerne auf der Stulle. Den findet er auch besonders gut. Klick. Da klebt der Korken fest. Zack, zack. Zack, zack.
Das ist sehr gut mit dem Korken. Ich finde das sehr, sehr schön. Da ist es. Ja, so. Kleben Sie das fest. Ozog! Liebe Zuschauer, Sie müssen jetzt alle gemeinsam die Klebekraft der Mira bewerten. Schreiben Sie einen Daumen nach oben in den Chat, wenn Sie die Klebekraft gut finden. Schatz, ich höre jetzt auf, mir macht das gerade sehr viel Spaß. Ich fand es schön, dass der Vater... Ich habe eine Pistole in der Hand. Pass auf, was du sagst. Die Klebepistole. Aber wir haben so viele nette Nachrichten heute wieder bekommen. Das ist so schön. Ja. Wirklich. Das ist ja auch nach unserem Unfall heute, also wirklich. Ja, da kann man auch mal ein bisschen Liebe gebrauchen. Ja, also man ist schon total geschockt, wirklich, ja. War. Ich mache morgen das Video dazu fertig. Ich gehe dann auch runter und filme das nochmal. Ja. Das muss man wirklich mal. Ich brauche übrigens noch einen Klebestift. Du brauchst einen weiteren Klebestift? Ja, klar. Aber wo ist denn der goldene Klebestift hin? Ich möchte den goldenen nicht benutzen. So. Die goldenen sind teurer und die goldenen benutzt man nur, wenn man den Kleber auch sieht. Danke. Dankeschön. Ach ja. Da kommen die ganzen Daumen nach oben für die beste Kleberin. Mira ist auch die beste, die ist super. Wir machen uns selbst nicht verletzt. Nee, genau. Und außerdem machen wir uns selber immer einen ganz, ganz tollen Spaß daraus. Ja, das ist das Wichtigste. Dass ja keiner sich... Reicht jetzt, Leute. Jetzt wird uns unangenehm. Also sieht gut aus. Ja, hoffe ich ja, ne? Ich finde es top. Ja. Klebekraft. Klebekraft. Aber, warte, passt das so? Ja, doch, das passt so. Da kommen noch zwei dazwischen. Ja. Ihr lebt ohne Kratzer, das ist die Hauptsache. Ja, das ist wichtig. Cupcake Mom schreibt, hallo ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen restlichen, schönen ersten Advent. Liebe Cupcake Mom, das wünschen wir dir auch. Cupcakes sind doch diese Muffins, richtig? Ja, aber mit Topping. Mit Topping, mit Sahnecreme oben drauf. So. So könnte man es sagen, ja. Ja, das ist gut. Ja, hoffentlich hat die Cupcake Mom ihren Namen auch zurecht, damit ich mir bei ihr einen Cupcake abholen kann. Ich denke schon, wenn sie sich so benennt. Ich denke auch, das ist sehr, sehr gut. Weißt du, was mir dazu einfällt? Hier, Two Broke Girls. Die haben doch auch die Cupcakes gemacht, oder? Ja, richtig. Ja, das ist über. Da kommt mir direkt der Sound an. Ja, genau. Das habe ich auch gern geschaut. Das ist auch voll die gute Serie. Ja, das müssen wir sowieso mal. Ich weiß gar nicht, ob von deinen Zuschauerinnen, ob die auch so viel, ob die alle Netflix oder hast du das über Amazon Prime geguckt? Wo lief denn die Serie? Die läuft jetzt bei Amazon mittlerweile, ja. Ah, krass. Also, falls ihr eine gute Comedy-Serie aus Amerika sehen wollt, dann schaut euch Two Broke Girls an. Das ist sehr lustig. Kann ich nur empfehlen. Ja. Das ist jetzt fast fertig, der Stern. Ja. Das sieht sehr gut aus, Schatz. Ja, ich hoffe. Ist es gleichmäßig? Nicht ganz, nicht aber ganz. Meine Güte, es sind halt auch Korken, ne? So? Naja, fast. Patrick Star wäre zufrieden. Ich denke auch. Hallo SpongeBob. Also, ich denke, ich finde es gleichmäßig genug. Lass mal so und guck mal bitte durchs Loch unten durch. Hallo. Okay. Ich finde es gut. Also, wir haben jetzt den Stern. Lama, lama, ding, dong. Wir haben den Stern jetzt fast fertig, Schatz. Du musst jetzt noch die letzten Sachen verkleben. Schaffst du das? Ach so, ich dachte, ich wäre schon fertig. Nein. Das ist der schiefe Turm von Stern. Von Korken. Von Korken?
Darf ich den Kochen aufsetzen? Oh. Ja, zack. Genau, bei Amazon läuft das gerade. Ja, du siehst, das wussten wir doch. Ja, habe ich geschaut schon. Ist eine sehr gute Serie. Ja, sehr witzig, humorvoll. Und es sind ja auch zwei Powerfrauen. Oh. Ja, okay, mach, Schatz. Nein. Ah! Du musst es in die richtige Richtung drücken, sonst sind die hubbelig. Ja, du hast meinen Finger angeklebt. Ich habe doch dich hier oben getroffen, Schatz. Ich habe deinen Finger gar nicht berührt. Aber klebst du doch gerade. Okay, möchtest du den nächsten machen? Nee, das ist mir zu gefährlich. Ja, okay, sehe ich auch so. Aber das hat schon sowas Entspannendes auch so ein bisschen, muss ich sagen, hier mit den... Bastel, Bastel, ja immer. Bastel, Bastel, so eine meditative Kraft entwickelt man da so. Ich muss mal hinlegen. So, zack. Ah, die Korken sind auch unterschiedlich lang, kann das sein? Die sind nicht alle gleich. Nee, Schatz, die musst du schon der... Also, deswegen muss man das ja richtig hindrücken. Ach so. Ah, ne? Okay. Na, deswegen ist es ja wichtig. Ihr müsst jetzt alle mit den Augen mitgucken, ob die Mira die letzten Klebekräfte... Oh, sag bitte jetzt, troll mal nicht so hart rein, ja? Ich troll nicht hart rein. Ja, okay. Aber, Schatz, ich glaube, Claudia und Tatjana, die gucken jetzt wirklich genau hin, ob du das richtig machst. Wollt ihr weitermachen? So, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass es perfekt ist, sondern ich denke, das reicht schon, wenn man die Form erkennt. Und das ist ja jetzt noch ohne Dekoration. Genau, ja, das also wir können dekoriert. Ja jetzt, also wenn wir da jetzt noch eine Kerze drauf klatschen, dann erkennt es jeder, dass es ein Adventskranz ist. Ich glaube nicht, dass man sich da Sorgen machen müsste. Das wird gut. Das wird fantastisch. Ich denke nämlich auch. Anita macht das schon ganz richtig. Ja, ja, siehst du, Claudia? Claudia weiß Bescheid. Claudia, die ist auf der Höhe. Die sieht das. Naja, was sollten wir jetzt auch sagen, ne? Naja. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus mit der Kerze hier, ne? Ja. Mit dem Adventskranz. Ich meine, gut, er liegt auf der Couch, ne? Aber so vom Bild her, ne? Na, stört eigentlich nur das Kabel. Das brauche ich aber für meinen Kleber. Okay. Aber der Weihnachtsmann Wongo, der chillt auch auf der Couch. Ja, na, Wongo gehört mit zur Weihnachtszeit. Da können wir nichts dran ändern. Der so. Ist der Weihnachtswongo. Ja, definitiv ist es der Weihnachtswongo. Wer kennt es nicht, den guten Weihnachtswongo? Ich finde es gut. Ich finde es voll schön. Super. Außerdem belästige ich euch schon 2 Stunden fast. Was? Sind wir so lange schon online? Ja. Wow. Ich muss mich ein bisschen mehr beeilen, Ozok. Ach so, ja, ja, okay. Aber jetzt nicht schludern, Schatz, auf den letzten paar Metern. Das klebt schon alles gut. Wir sind fast fertig. Guckt euch mal den Stern an. Das sieht schon. Hallo, Patrick! Das ist auch schon. Hallo, SpongeBob. Okay, du hast gesagt, ich soll nicht reintrollen. Du hast damit jetzt selber angefangen, Schatz. Zack. Also, guckt mal, ist wirklich fast fertig. Ja. Ich bin begeistert, das wird's jetzt. Was klebt denn? Also ich glaube, wir hätten noch mehr Spaß gehabt, hätten wir die ganzen Weinflaschen ausgetrunken. Oh. Das wäre ganz schön, wie viel sind. Das kannst du das kannst du überhaupt nicht trinken, das ist viel zu viel. Wie soll man denn das alles ausgeben? Das wäre ja dann deine Aufgabe gewesen. Nee, Wein ist nicht so mein Ding. Ich merke das immer wieder, von Wein, da kriegt man Kopfschmerzen. Oh. Yep. Ja, das ist Gewohnheit, glaube ich, dann aber auch, ne, Ozok? Also, zack. Zack. Klebstoff ran. Und Klebstoff ran. Und Klebstoff. Das ist wichtig, dass du zack sagst, oder? Ja, ja. Gehört es zum Tutorial? Ihr müsst immer zack sagen. Zack. Nur wenn Ozok zack sagt, dann geht's auch. Wie der Weihnachtsmann dort hinten liegt, sieht sehr lässig aus. Guck mal. Naja, es ist ja auch Wongo. Es ist Wongo, der Weihnachtsmann. Ja. Sieht sehr schön aus dem und der Weihnachtskranz auch. Danke, liebe Sabine. Das ist ganz, 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 ganz herzlich von dir. Vielen Dank.
dass euch das so viel Freude bereitet. Und das gut ihr könnt aussieht. Mir gerne auf dem Community-Handy oder auf Instagram eure Adventskränze schicken, ein Bild davon. Bin übrigens durch dich auf Makramee gekommen, weiß noch nicht, ob ich das noch nicht vielleicht bereue. Die ersten Versuche waren gar nicht so erfolgreich, krumm und unregelmäßig, aber ich übe weiter. Und das ist wichtig. Übung macht den Makramee, Meister. Makramee, damit kannst du so schöne Sachen machen. Das und ist dieses gefaltene dieses, ja, ja, die Blumenampel zum Beispiel, die Hängerdings da. Und man braucht im Prinzip ja nur irgendwie 5 Grundknoten und dann wiederholt sich das ja alles, ne? Und dadurch ist es einfach total einfach auch. Also ich hatte gar kein Problem so mit der Gleichmäßigkeit, ehrlich gesagt. Kannst du mal meinen Angeber Makramee-Baum holen, Ossok? Wo liegt denn der? Hängt ich glaube, der ist im Schlafzimmer. Ich geh mal gucken. Dankeschön. Jeden Tag eine Flasche zusammen, 365 Korken. Ja, perfekt. Du, da hast du eine Aufgabe. So, ich meine, so, man braucht ja auch Ziele im Leben. Ne? Und das kann natürlich ein Ziel sein, wenn man das so möchte. Wir warten auf Ossok. Ich bin dabei, das. Es muss perfekt sein. Zu machen. So, hier, schau mal. Das ist voll krass. Das ist wir hatten hier so einen Traumfänger gemacht. Der ist schön, ne? Also den fand ich ganz toll. Und das sind ja die Wurzeln hier vom Baum. Und theoretisch, also hier sind ja einfache Knoten drin. Das könnt ihr sehen. Wenn man das jetzt zum Beispiel jemandem schenken würde, dann würde man ja alle Knoten rausmachen und dann würde man dem sagen, immer wenn dir was besonders Gutes im Leben widerfährt und du dich freust, kannst du einen Knoten dazu machen. Und am Ende hat man dann ja alles voller Glück hier dran an seinem Traumfänger. Oh, total schöne Sachen kann man da machen. Also nächstes Mal versuche ich ein kleines Windlicht, ja. Ich bin schon am ersten Grundknoten gescheitert. Hut ab für alle, die Makramee beherrschen. Ja, doch, es gibt ja auch so viele Anleitungen. Jetzt gibt es viele Websites, hier auch ganz viele Gratis-Anleitungen, so, die man sich ja mopsen kann. Ich bin und, schwarz und dadurch sieht man das ganz gut auf mir. Ja, also das ist ein Makramee-Tannenbäumchen, ein Traumfänger. Und ich fand das ganz niedlich, wenn man jetzt sagt, so, immer wenn dir was Gutes widerfährt, machst du einen Knoten da rein. Ja. Jetzt, ich habe die Knoten random reingemacht, ne, weil aber könnte man so machen, also ihr versteht schon. Sieht gut aus. So, hänge ich wieder drüben auf, ja? Auf YouTube gibt es auch total viel. Genau, und also manche Anleitungen kannst du vergessen, ja, bin ich ehrlich, aber manche, die erklären das richtig ordentlich. Und dann kann man da auch gut folgen, ehrlich gesagt. Soll ich dir nochmal ein Glas Wasser machen, Schatz? Ja, gerne. Dankeschön. Wirklich jetzt fast fertig. Das ist dieser Stern. Der hat, also ihr seht es gerade, der Stern ist fast fertig. Das ist einfach krass. Wir haben das zusammen geschafft. Ich bin ja schon sehr stolz auf dich, Schatz, dass du das so weit. Der Traumfänger macht. Ist toll, ja. Dankeschön, Claudia. Dankeschön. Halt fertig. Ja, also wir sind auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder live und genau. Haben Lust auf euch, die zweite Kerze anzuzünden natürlich. Und vielleicht machen wir da auch was Schönes, ein DIY. Ich habe einige DIYs rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir die schon vorher machen oder ob wir die uns dann für die Sonntage aufheben. Wir könnten uns zum Beispiel, wir wollen ja diese Woche jetzt den Weihnachtsbaum kaufen. Vielleicht wollen wir auch zusammen schmücken. Den Weihnachtsbaum gemeinsam schmücken im Stream. Da müssen wir es umbauen. Im Stream, ja. Kriegen wir aber hin. Dann könntet ihr gemeinsam mit der Mira den Weihnachtsbaum schmücken. Bis später, ihr Lieben. Muss noch schnell einkaufen fahren. Viel Spaß, Oma. Dankeschön, dass du da warst. Danke, liebe Oma Number One. Danke, dass du dabei warst.
Ja, haben wir uns so überlegt, dass es irgendwie ganz entspannt wäre, so die Adventszeit zusammen zu genießen. Und zwischendurch kommt dann natürlich Vlogmas. Ist ja ganz klar. Und dann vlogge ich sonntags nicht. Sondern da kommt dann. Weil Sonntag ist ja dann live und dann werdet ihr das dann halt im Nachhinein sehen, sodass wir den Sonntag halt immer live machen können. Dann können wir nächste Woche dann Adventstürchen. Oh Gott, ich hänge. Das Foto mit dem Fati und den Weihnachtsmützen sieht super aus. Ja, wir wollen ja noch. Ach so, wir wollten mit Susi und Uwe. Haben wir vergessen heute, Schatz. Mist. Egal. Ja, wir wollten noch einen Intro-Teil drehen. Ei. Das Weihnachtsintro. Oh, das wäre so schön mit Susi und Uwe. Wir wollten noch ein bisschen Weihnachtsintro heute drehen. Ja. Fällt uns jetzt ein, weil mit dem Fati, das Vorschaubild und da aus der Szene haben wir ja ein Intro gemacht und wir wollten Intro mit Freunden machen und genau. Ja. Für Vlogmas, damit man immer eine schöne Szene hat am Anfang, die ersten 5 Sekunden. Ja. Aber das haben wir heute verkackt. Mist. Schiete. Jetzt haben wir 2 Szenen. Wir haben einmal, wie wir den Fati küssen und einmal, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken. Genau, wir bräuchten eigentlich 4 Szenen so. 4 Szenen wäre schon gut für ein Intro. Ja, genau, so 10 Sekunden. 3 bis 4 Szenen, jeder so 2,5 Sekunden lang. Ach, Mensch. Bitter. Ist Jenny eigentlich noch da, die Jenny Zimmermann? Wenn Jenny noch da ist, die wollte doch mit uns in Spandau noch was machen. Ich überlege gerade. Hoffentlich geht es Susi und Uwe gut. Ja, Susi und Uwe geht es soweit gut. Ja, wie gesagt, muss ja auch Krankenwagen kommen. Aber wurde keiner mitgenommen. Genau, wurde niemand abtransportiert. Alle soweit erstmal gesund auf den ersten Blick. Ja, also wir warten jetzt noch ab, weil manchmal kommt ja so Schleudertrauma, Kopfschmerzen oder so oder irgendein Schock oder so. Das verfestigt sich ja dann erst am nächsten Tag oft, ne? Dass genau. Es dann später ist und ja. Wir haben auf jeden Fall RTW kommen lassen, das hat ja auch die Polizei gesagt vor Ort, weil wir uns erst unsicher waren und die sagten so, ja, wenn sie doch Schmerzen haben oder ihnen gezuckt hat, dann lassen sie mal lieber kommen und lassen sie mal gucken. Weil die ist ja, also wir standen, also wir mit 0 km/h, wir standen und sie ist halt mit 15, 20 so auf uns drauf gefahren. Und sie hat ja auch ihre Reifen verbogen, ja, sie hatten Platten, sie hat das, also ja, die Bilder auf Instagram haben wir das gezeigt, wie der Reifen aussieht, also da gehört ja schon eine gewisse Wucht hinter, dass halt irgendwas komplett verbiegt, ne, weil so ein Autoreifen ist ja relativ stabil, ne. Ich wollte gerade sagen, das Rad, nicht nur der Reifen, der war platt, sondern ja. die Stahlfelge war einfach verbogen. Ja, die Stahlfelge, also ja, die ist also ja schon mit einem gewissen Dings halt Druck auf uns drauf geknallt ja. Und genau die Seite, wo Susi halt hinten saß und genau. Ja, aber Kira hat sich auch übelst erschreckt, ne? Die war ja Gott sei Dank angeschnallt. Also die wäre einfach durch die Mitte nach vorne geflogen sonst. Ja, ich denke, das wird Susi dann auch noch sagen, dass es ihr dann wieder gut geht. Ja, genau. Ansonsten wir denken halt auch, dass sie also, dass es nur der Schreck jetzt war, hoffentlich. Ja. Und dass sie sich nicht irgendwie verletzt hat oder sowas. Ansonsten, liebe Susi, wenn was ist, melde dich bei mir. Ist ganz wichtig. Ui, habe ich nicht mitbekommen. Gute Besserung für Susi und viele Streicheleinheiten an Kira. Ja, Streicheleinheiten an Kira sind immer besonders wichtig. Weil der Hundi muss gestreichelt werden. Piep, piep. Da kam noch eine Nachricht, aber die können wir auch später lesen. So, wie weit ist das jetzt mit dem Klebekraft? Warte mal eine Sekunde, dann ist es fertig. Gute Besserung. Ich schaue die beiden, drei auch immer. Ja, das ist ganz lieb. Ganz. Oha! Ja, wir waren gemeinsam unterwegs. Ja, die Löcher kann ich leider nicht verdingsen. Also da müssten wir Ozark einen Korken durchschneiden, so dass halbieren. Ich das Loch... Also ich habe versucht, hier zum Beispiel, also am Anfang klappt es halt besser, ne? Dass man keine Löcher hat,
Ansonsten muss man die vorher noch mal besser zusammenschieben. Aber das siehst du von oben auch nicht mehr. Genau. Also wenn das jetzt draufsteht. Das sieht gut aus. Genau, das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Wir können das hier rausziehen. Osok, da ist so eine kleine Folie drin, eine Tüte. Da sind schwarze Sachen drin. Das ist diese Kerzenhalterung. Warte mal kurz. Hier. Ja, war natürlich, ist natürlich mit vollem, ja, mit vollem Auto, dass man da einfach angebumst wird von hinten mit Hund, also fünf. Naja. Ah. Aber es ist ja nie schön, wenn man einen Unfall hat. Also egal wie es. Kann man in den Kork reinstecken, die Dinger? Kommt, ja. Warum ist das ab? Das ist ja eine Billigproduktion. Ist das abgebrochen? Ja, schicke ich zurück. Oh, nee. Och, Mann. Hier war noch ein zweites Video. Nee, ich brauche nicht so viel. Ich habe so Kerzenhalterungen bestellt. Also hier. Nee, hier vor mir, ne? Sieht man es ganz gut vor dem gelben. Und die Löcher sind halt groß genug. Hier sind noch so Schutzkappen bei. Ach so. Haben ja, ist ein bisschen zu lang, ne? Ha? Was? Haben wir noch eine Kerze hier? Ja klar, öffne das Fach. Hier? Ja. Ah! Ja, kriege ich 4. Also haben wir auch andere außer lilane? Also hier oben erstmal nicht drin, also keine, die da reinpasst. Doch, eine Orangene habe ich noch. Willst du lieber die Orangene haben? Na gut, die Orangene ist selbst gemacht, die passt hier nicht rein. Okay, nee, dann haben wir keine mehr. Ja, okay, ich habe auch nicht extra Kerzen gekauft jetzt dafür. Die beiden sind kaputt. Ich habe hier noch weitere Lilanen bestellt. Ich bräuchte das andere Paket doch nochmal. Das kaputt habe ich neu bestellt, extra hierfür, ne? Achso, danke schön. Die sind alle ganz hier. Hier fehlt aber eine Schutzkappe von dem Pixerie. Was ist denn das hier für eine Bestellung, ey? Hier ist noch das elektrische. Darf ich anschön zünden? Ja, kriege ich erstmal Kerzen? Ich habe nur die 3. Ach so, okay. Wir haben jetzt keine weitere. Ja, also man kann die feststecken, ne? Also ich habe die jetzt zwischen die Löcher gesteckt. Man kann die natürlich richtig festmachen. Also. Musst du auch anhalten, ja. Ja, okay, also die lilanen Kerzen, die sehen jetzt nicht ganz so schön aus. Kannst du mir da so einen Baum geben, Schatz? Ich scheuche dich die ganze Zeit nur rum, ne? Aber den Baum nicht anzünden. Hier. Also so könnte man den gestalten. Man kann natürlich noch anders machen. Ich habe keine weitere Kerze mehr, Schatz. Kannst du mir den Schneemann, den Schal geben? Ja, ohne dass ich das abreiße. Finde es übrigens sehr gut, dass ihr beide, so wie auch Uwe und Susi, so einiges gemeinsam macht. Ja, ja. Hier. Ja, wir wohnen ja auch im Nachbarbezirk sozusagen, also beide in Berlin. Und ja, wir haben uns ja auch privat ganz lieb. Deswegen, das passt. Ja, okay, also das ist ein bisschen lang, ne? Man will ja natürlich nicht die Korken komplett verdecken, ne? Also das macht hier weniger Sinn. Dann soll ich den Schal dem Schneemann wieder umlegen? Ja.
Ja. Ja, jetzt geht's doch wieder. Da brummt's doch wieder. Da, die Leiste jetzt geht geht's? Wieder. Ja, Achtung, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir. Man hört uns wieder. Also, wir waren gerade beim Thema Gestaltung des Sterns. Wir waren bei dem Thema Gestaltung des Sterns und wir haben gesagt, man könnte da noch kleine Holzfiguren raufstellen oder kleine Porzellanfiguren oder kleine sonst was. Und ja, das steht aber alles bei deinen Freundinnen, hast du gesagt. Ja, genau. Wir haben ja den Adventskranz zusammengebastelt und da habe ich dann alles rübergetragen zu meinen Freundinnen, was wir eventuell benutzen könnten. Und ich wollte ja nach Hause laufen und deswegen habe ich das einfach da gelassen und habe gesagt, ich hole es ab, wenn wir uns wiedersehen. Kein Problem, ich will das noch nicht tragen. Und die Kiste mit dem kleinen Krimskrams, was hier alles raufpassen wird, das steht jetzt bei den Mädels. Sorry. Aber man könnte es natürlich auch einfach mit Kugeln schmücken. Ich habe auch so künstliche Tanne. Das würde ganz gut aussehen. Aufpassen. Und ansonsten, ja, bitte 4 gleichfarbige oder 4 unterschiedliche Kerzen nehmen. Ob nun so Stabkerzen oder so dicke Stumpenkerzen. Oder es gibt auch Teelichthalterungen. Ja, das kann man alles nehmen. Also das ist gar kein Problem. Ella, du hängst vielleicht ein bisschen hinterher. Ella Baum, du musst den Stream mal kurz schneller machen auf 1,5 oder so, damit du wieder aktuell wirst. Wir haben das Tonproblem gelöst. Hab etwas spät reingeschaltet, ja, schön gebastelt. Dankeschön. Maddie und Brischi kommen erst am Ende des Streams. Ja, so ist es. Ja. Ist okay. Brischi, schön, dass ihr da seid. Ja. Also man kann Kerzen natürlich auch ohne diese Dinger hier draufstecken, ne? Weil die sind ja auch kosten. Weißt du, was mir dazu einfällt? Ich weiß, wer einen 100 Adventskalender bekommen hat von der Brischi. Oh ja, hab ich mal gesehen. Ich weiß, wer den 100-Adventskalender bekommen hat von der Brigitte. Da freue ja. ich mich auch drüber. Also fand ich sehr schön. Also so ein Adventskranz mal ein bisschen anders. Und man könnte jetzt zum Beispiel daraus auch noch so einen kleineren Stern machen, halt auch aus Korken. Die müsste man dann durchschneiden. Dann hätte man zum Beispiel so Tassenuntersetzer oder Glasuntersetzer. Ja, oder könnte du hast man einen Stern, der kleiner ist, nochmal oben drauf wie eine Pyramide, dass der erhöht ist. Dann hat man so ein Doppelstern. Könnte man auch machen, ja. Und auf Pinterest gab es dann auch andere Vorlagen, was andere schon gebastelt haben damit. Aber ich fand es sehr süß, so einen etwas größeren Stern. Man kann sich ja überlegen, wie groß man den haben möchte. Man kann den auch eine Nummer größer machen, wenn man halt immer außen drum nochmal Korken klebt. Aber man kann natürlich auch kleinere machen und dann hat man halt so den großen und halt 5 kleine so für Tassen oder Gläser halt zum Draufstellen. Das ist halt ganz niedlich eigentlich, so aus der gleichen Art. So, und das passt halt ganz gut auf unseren Echtholztisch drauf. Genau, das finde ich schön und süß und das ist auch sehr, sehr toll. Und ja, kaufen kann ja jeder. Also. Ja, also, na, ich meine, so auch wenn man gerne mal zu Nanunana oder zu Depot geht, selbstgemacht ist dann doch schon wieder was anderes. Ja, na klar. Hatten gestern Party, kann einen kleinen Stern draus machen. Aha! Aha! Sehr, 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 sehr gut. Trinken für den guten Zweck. Yeah. Brischi lädt nur die Gäste ein, damit sie Korken hat. Ja, natürlich. Ja. Einer muss sie insofern trinken. Nützlich. Sehr, sehr gut gemacht. Danke dir. Ja. Ja, schön. Wir sind mit dem fertig geworden. Plupp. Trixi! Hallöchen, Trixi, ihr zwei. Hallöchen. Hallo. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja, ich mache vielleicht... Ist das Trixi mit dem Buddy? Ist das Buddy Trixi mit dem Hund? Ich denke schon. Wie viele Trixis kennen wir denn? Ich glaube, wir kennen nur eine Trixi. Ich glaube auch. Ja, der Hund ist besonders gut. Ja. Ja. Hoffentlich sieht uns der Buddy jetzt auch auf dem Fernseher. Stell dir vor, der Hund würde uns sehen. Hallo Hund. Na klar. Anita hat schon ganz viel in den Thermomix-Heften geschmökert. Sie hat sich schon ganz viel angeguckt, möchte ich betonen, ja? Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Trixi, ja? Ja, also es passt auch eine große Stumpenkerze drauf, wollte ich sagen. Genau. Es ist wunderbar. Ich mach das, wenn wir die Sachen von den Mädels wieder abgeholt haben, dann mache ich das komplett fertig. Dann mache ich noch ein Foto auf Instagram. Ja. Wunderbar. Ja, damit ist die Tagesplanung heute abgeschlossen, Leute. Super. Ja, also ich kann nur sagen, ganz, 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 ganz herzlichen Dank an euch alle, die hier zugeschaut haben. Wir sind jetzt nämlich soweit fertig mit unserem Bastel zum ersten Advent. Wir werden jetzt... So nackig sieht der Stern ein bisschen traurig aus, oder? Aber da kommen doch noch Sachen rauf, Schatz.
Ja, okay. Nicht traurig sein, du kannst es so viel gestalten und dekorieren, wie du möchtest. Darf ich den nochmal anheben und jetzt hochhalten? Ja. Was ist da? So, zack, hier. So sieht der Stern jetzt nochmal aus hier. Sieht gut aus eigentlich. Finde ich nice. Wenn man jetzt so guckt. Sehr schön. Also, falls ihr das mal nachmachen wollt. Müsst ihr sehr viel trinken. Aber jetzt behauptet nicht, dass die YouTuberin mir befohlen hat, Alkohol zu trinken. Ja, deswegen, also falls ihr das mal nachmachen wollt, holt euch Korken und... Ihr könnt die Korken auch so bestellen, ohne den Alkohol trinken zu müssen. Und ja, wir sind ansonsten jetzt für heute auf jeden Fall fertig. Ja. Dann wichtig jetzt, bevor wir unseren Stream beenden, nochmal die Erinnerung. Nächste Woche Samstag gibt es wieder ein, ja, entweder Samstag winterliches Rezept. Also ja, ich wollte gerne Stollen machen vielleicht. Ich muss gucken, dass ich den in 2 Stunden hinkriege, denke ich. Genau, da backen wir samstags auf Colinas Küche online. Da seht ihr uns wieder in der Küche tänzeln. Ja, und nächsten von Sonntag 11 bis 13 Uhr. Zum zweiten Advent sind wir wieder hier live mit euch zusammen auf der Couch und zelebrieren mit euch den zweiten Advent und zünden dann 2 Kerzchen mit euch an. Und wenn wir es klug machen, zünden wir 2 neue Kerzen an, damit die gleichmäßig runterbrennen. Nein, das muss unterschiedlich das sein. Das muss unterschiedlich sein? Ja. Ah, okay. Ja. Ich kaufe doch nicht so viele neue Kerzen. Ja, den Stern wird die Niti noch gestalten. Achso, für die, die das nicht wissen, Niti ist die süße Abkürzung von Anita, das sage ich immer, ja. Also, Anita wird es noch gestalten. Und vielleicht seht ihr das dann in einem der Vlogmas-Videos, was bei rausgekommen ist, bei unserem Korkenstern. Und wir werden uns jetzt von euch verabschieden. Wir möchten Danke sagen für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier wart. Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und ja, dann habt einen ganz, ganz schönen restlichen Adventssonntag für heute. Und eine schöne Weihnachtszeit. Hoffentlich, also entweder morgen bei einem unserer Videos oder beim nächsten Livestream wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Schön, dass ihr da wart.